Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Deckenpost-Podcasts. Wir sind heute wieder versammelt, um eine neue nette Stunde gemeinsam zu verbringen. Das heißt, wir unterhalten euch und ihr könnt uns einfach zuhören und im Nachhinein Feedback geben über diverse Social Media Kanäle und oder unsere Webseite beziehungsweise über Brieftauben oder Post. Fax ist momentan ein bisschen out. Wir hätten aber dann noch Ansprechpersonen, die auch noch Faxe verschicken, ohne Garantie, dass sie ankommen. Also da denke ich jetzt ganz speziell an einen Basti, der schickt da noch MMS und Telex, glaube ich. Also der ist da ganz vorne dabei, wenn es um die technischen Entwicklungen geht. Der Basti schickt nur mit der königlichen Brieftaube. Ja, richtig. Und lässt sich mit seiner Sänfte herumtragen. Tja, big saving incoming. Gleich vorweg. Mit Laufen 15 gibt es einen einmaligen 15% Rabatt auf alle Produkte von Pure Encapsulations auf www.purecaps.net. Wie und was das ist? Tja, also Laufen ist ja der ideale Sport, um körperlich fit zu bleiben, geistig zur Ruhe zu kommen. Aber das Lauftraining hat halt auch ein paar Herausforderungen in der Hinterhand. Nicht nur für Marathon- und Ultraläufer, sondern halt auch für Freizeitjogger. Durchs volle Schwitzen verliert der Körper wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und die Gelenke werden natürlich durch die Bewegung auch vermehrt beansprucht. Um jetzt jeden Laufmeter weiterhin genießen zu können, ist heute wichtig, dass der Mikronährstoffhaushalt im Auge behalten wird. Der Premium-Nährstoffexperte Pure Encapsulations steht uns dabei mit jahrzehntelanger Erfahrung und den Produkten höchster Qualität unterstützend zur Seite. In jedem Produktionsschritt wird wirklich darauf geachtet, die weltweit strengsten Standards einzuhalten, um Mikronährstoffe in reiner Form frei von unnötigen Zusatzstoffen anbieten zu können. Und zudem dürfen viele Produkte, und das ist jetzt da für alle wichtig, des umfangreichen Sortiments wie Energie, Ausdauer, kontraaktiven Sport, das Siegel Produkte der Kölner Liste tragen. Also, mit dem Rabattcode LAUFEN15 gibt es einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations, ausgenommen dem Zeug, das schon in der Kategorie Sales ist. Gültig ist das Ganze bis 1.5.2023 auf www.purecaps.net. Und jetzt viel Spaß. Wie ihr mitbekommen habt, ist natürlich der andere auch da. Grüß dich. Du hast deine. Und damit wir auch wieder ein bisschen am Thema Laufen dranbleiben und nicht einfach gnadenlos nach 45 Sekunden abbiegen und nie wieder zurückkommen, haben wir uns wieder eine Dame ins Boot geholt, die uns in, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, auf diese Statistikseiten in alle Belange was voraus hat. Also wie lang sie schon läuft, wie schnell sie schon läuft, welche verschiedenen Distanzen sie läuft, das ist, ja, also da haben wir halt einfach nirgends Meter. Das hilft nichts. Aber das werden wir jetzt in der nächsten Stunde näher erfahren. Wir haben die Carola Bendel-Giedel bei uns. Grüß dich. Hallo. Beim ein bisschen durchrecherchieren bin ich darauf gestoßen, dass du schon echt lang läufst, wobei ich nicht rausgefunden habe, wie lange. Also ich weiß, dass du schon vor fast 15 Jahren schneller warst, wie ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben auf dem Marathon sein werde. Ja, aber wann also hast du angefangen? Genau. Ein bisschen so hier und da bin ich schon länger gelaufen und dann kann man sagen, dass ich regelmäßig laufe, das werden jetzt heuer 19 Jahre sein. Da hat es begonnen, dass ich mal beschlossen hatte, ich möchte laufen, ich möchte einen Halbmarathon laufen, habe begonnen noch im Frühsommer mit dem Frauenlauf, so mein erster offizieller Zehner. Bin dann im September in der Wachau einen Halbmarathon gelaufen und dann gleich drauf, weil es ja so schön war, meinen ersten Marathon. Das heißt, 2004 war so der Startschuss, seither laufe ich regelmäßig. Und was hat dich dazu angetrieben, überhaupt mit dem Laufen anzufangen? Weil Laufen hat ja so das Ding, dass es am Anfang ja nicht angenehm ist. Also die ersten Kilometer, die ersten Versuche sind ja eigentlich nur anstrengend und irgendwie mitunter sehr demotivierend. Ja, das ist richtig. Na, wie bin ich aufs Laufen gekommen? Also in meiner Jugend- und Teenagerzeit hatte ich, wie viele Mädchen, was sehr typisch ist, so den Traum vom Reiten. Hab das mit 10 Jahren begonnen, hab das auch weiterverfolgt.
bis zum Zeitpunkt, als ich so mit dem Studium fertig war und mit der Berufstätigkeit begonnen habe. Und dann ist dieses schöne Hobby irgendwann zum Stress geworden, weil, kann man sich vorstellen, während man studiert, kann man so wunderbar dann, wenn die anderen arbeiten oder in der Schule sind, sich frei einteilen, die Zeit im Reitstall verbringen und fährt dann wieder gemütlich heim, während alle anderen sich wieder am Abend aus Wien hinausstauen. Ne? Als ich dann der geregelten Berufstätigkeit nachgegangen bin, war ich auch eine von denen, die im Stau waren und nicht in der Gegenrichtung. Und dann war es tatsächlich leider wirklich so, dass das irgendwann kein Hobby mehr war, sondern Stress, Belastung, Verpflichtung. Und irgendwann kam so der Moment, wo ich gesagt habe, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr. Ich habe nichts anderes mehr, als im Auto sitzen, reiten gehen zu müssen, das Pferd pflegen zu müssen. Ich höre auf von einem Tag am anderen. Das habe ich natürlich dann irgendwie fühlen müssen, weil bewegen wollte ich mich weiterhin. Habe dann so mit Fitnessstunden, Aerobics und so weiter begonnen, auch recht intensiv. Das war zwar nett, aber da hat mir der Wettkampfkick gefehlt. Ja, und so hat sich's parallel dazu ergeben, dass ich beim Wien-Marathon mal zugeschaut habe und mir das irgendwie gefallen hat. Also noch in Aber du hast das Reiten auch wettkampfmäßig gemacht, weil du sagst, dir hat das dann plötzlich gefehlt. Das heißt, du bist quasi auch auf Turnieren gewesen mit eigenem Pferd wahrscheinlich und ja, nein, nicht mit eigenem, sondern mit einer Beteiligung. Mhm. Ja, auf Turnieren, wobei okay. Im Nachhinein muss ich sagen, das große Talent war ich nicht. Das sind die meisten im Reitsport nicht. Also die, die am besten im Reitsport unterwegs sind, sind meistens die Pferde. Also das aus Beobachtung. Die, die drauf sitzen, semi. Randgäste. Aber was ich mich frage, ist, man sagt ja oftmals, wenn die Zeit fehlt, soll man irgendwie den Anfahrtsweg nutzen. Also eine Lösung des, ich sitze immer Autoproblems, wäre doch gewesen, du wärst einfach in die Arbeit geritten und wieder zurück. Dann hättest du irgendwie weiter reiten können und aber viel Zeit sparen können. Warum ist das jetzt im Reitsport keine Option? Ja, weil irgendwie Hund ins Büro mitnehmen ist schon so ein bisschen eine fragliche Sache. Pferd ins Büro hat sich dann überhaupt relativ selten durchgesetzt. Aber man könnte es mal wieder ansprechen. Ja, ich finde, die heutige Arbeitswelt müsste doch ein bisschen nachholen. Und vor allem bei der Post zum Beispiel. Also da war das ja früher durchaus üblich mit Pferd im Büro. Oder bei der Polizei. Bei der Polizei auch, ja. Also, ja. Und am besten Innenminister der Zweiten Republik hätte schon einen Job gekriegt. Well. Ich weiß nicht, ob ich das für so erstrebenswert gehalten hätte. Oder in der spanischen Hofreitschule anfangen. Da ist ja, das, aber da die ist Idee das mit der Postkutsche, das wäre schon was. Ja, aber wie gesagt, dann hat es mich irgendwie doch zum Laufen verschlagen, weil das hat irgendwie lustig ausgesehen. Und ja, auch ganz früh hatte ich schon mal so die Idee irgendwie, ich will mal einen Marathon laufen. Ich habe da wahrscheinlich irgendeinen Film gesehen und habe das irgendwie super gefunden. Bin dann aber mit 15 oder 16 einmal bei so einem Jugendlauf, habe ich teilgenommen, keine Ahnung, 5 Kilometer oder sowas. Also ich habe es geschafft, aber meine Eltern haben im Nachhinein gesagt, sie hätten mich da am liebsten rausgenommen. Das ist über 2 Runden gegangen, sie haben mich nach der Hälfte gesehen und sie haben gemeint, das hat nicht so toll ausgesehen. Und ich habe es auch irgendwie ein bisschen mühsam gefunden. Das heißt, ich habe dieses Marathon-Ziel dann wieder ad acta gelegt. So, nein, das ist doch nichts für mich. Aber dann, ja, weiß ich nicht, so 8 Jahre später, 10 Jahre später, hat es mich wieder eingeholt. Wobei man ja sagen muss, also das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage, aber ich bin ja für meine wahnsinnige Taktvolligkeit, das ist auch kein Wort, bekannt. Du bist jetzt ja keine 17 mehr. Das ist korrekt, ja. Aber nur knapp drüber. Und in der Zeit, wo du angefangen hast und quasi das erste Mal eben das Ziel gehabt hast, ich möchte einen Marathon laufen, das müsste ja dann gewesen sein, so in den 90er, so um den Dreh herum. Und war das? Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo Marathon irgendwie total hip war. Also da ist das total aufkommen. Ich glaube, dieser Fitness-Trend war irgendwie so mit der Olivia Newton-Jones, so spät 80er, nein, Anfang 90er. War das nicht die Jane Fonda? Ja, die auch. Stimmt. Ja, ich habe ans Video gedacht, let's get physical. Das war ja auch so dieses Fitness-Dingsbums. Und dann ist das ja wieder abgeflacht. Aber das war so Anfang der 90er müsste das gewesen sein, dass dieser erste Marathon-Boom da war, oder?
Kann das irgendwie so in den Dings gewesen sein? Da bin ich mir gar nicht sicher. Das ist in Wellen gegangen, ja. Irgendwann war es wieder mal in, genau. Mhm. Aber ich glaube, ich habe das eben gar nicht so gemacht, weil es in war, sondern eben einerseits, ich war auf der Suche nach Bewegung an sich. Sportliche Betätigung hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann eben irgendwas auch, wo der Rummel ist, die Action. Also ganz viele fangen ja mit dem Laufen an, so für sich allein irgendwo im Wald die Runden drehen und dann irgendwann nach langer Zeit beschließen sie mal, bei einem Wettkampf mitzumachen. Und bei mir war es eigentlich umgekehrt. Mir hat irgendwie der Wettkampfrummel gefallen und man dachte, da muss ich jetzt mitmachen und okay, damit ich da mitmache und damit das nicht allzu schlimm ist, muss ich halt auch ein bisschen trainieren. Also bei mir war es eigentlich umgekehrt und mir hat der Lärm und der Wirbel immer Spaß gemacht. Gut, das habe ich sehr an den Peter gedacht, aber als du gesagt hast, dann habe ich festgestellt, ich muss trainieren, dann habe ich gewusst, okay, das biegt wieder weg ab vom Peter. Zumindest bis Peter bis vor einem Jahr oder so. Ja, das mit dem Training wird echt überschätzt. Ja, aber hast du dann relativ schnell bemerkt, dass du auch wirklich schnell bist? Weil ich meine, deine Zeiten, die du dann irgendwann erreicht hast, sind ja jetzt nicht von schlechten Eltern. Und wann hast du dann irgendwann zum ersten Mal bemerkt, hoppala, ich bin vielleicht doch schneller als Otto Normalläufer? Ja, das ist eigentlich relativ von Anfang an passiert. Also wie erwähnt, ich habe einmal 2002 bei so einem Funrun beim Wien-Marathon teilgenommen, auch 5 Kilometer ungefähr, den gibt's gar nicht mehr. 2003 dann bei einer Staffel, habe immer gedacht, ja, so diese 10, 11 Kilometer, die es da gibt, das traue ich mir zu. Aber wie es dann so oft war bei so Firmenstaffeln, wo ich untergekommen bin, dann hat sich niemand für die lange Strecke gefunden, habe ich mir gedacht, ja, okay, dann mache ich die halt, bin damals die 16 Kilometer gelaufen, das war relativ okay, mir hat natürlich da der richtige Maßstab gefehlt und dann im Jahr drauf, als ich eben beim Frauenlauf gelaufen bin, und das erinnere ich mich noch recht gut, da bin ich eben auch den 10 Kilometer Lauf gelaufen und habe eine Zeit von 47 irgendwas geschafft und dann habe ich eben in die Ergebnisliste geschaut und habe mir gedacht, das war jetzt gar nicht so schlecht. Also es war natürlich anstrengend. Also die Zehner sind nicht leichter geworden seither. Ich bin halt irgendwie losgelaufen, irgendwie so in einem gefühlten Tempo und dann so nach 6 Kilometern war es halt sehr mühsam. Man macht, naja, aber jetzt will ich die bisher gute Zeit mal da auch nicht versauen und habe mich halt dann die letzten 3-4 Kilometer noch sehr durchgekämpft. Es ist nicht leichter geworden, es ist nur schneller geworden. Ja, und das Ergebnis war ganz okay. Da muss ich direkt grob reingrätschen, weil du hast gesagt, ein Zehner ist nicht leichter worden. Und du bist ja, das kann man ja, glaube ich, schon so ein bisschen spoilern, so auf die Langdistanz, also Marathon, also Halbmarathon, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, okay, aber Marathon und länger quasi richtig schnell im Sinne von, du hast eine Geschwindigkeit, die du gut halten kannst, auf ewig. Weil deine 10 Kilometer Zeit, nachdem du ja relativ spät begonnen hast, gibt es wahrscheinlich, weiß ich nicht, das ist jetzt da ins Blaue georakelt, 17-Jährige, die schneller sind auf die 5 oder 10 Kilometer. Aber wenn ich mir deine 10 Kilometer anschaue, die ist, ich glaube, der Bestzeit ist bei 38, 33, wenn ich es jetzt da richtig... Ja, so schnell ist sie schon. Also 38, okay. 3 Ems vermessen, 37, 53 angeblich auch korrekt, aber halt nicht offiziell. Okay. Aber du hast schon recht. Aber wenn ich mir deine Halbmarathon, Marathon und 50 Kilometer Zeit anschaue, also im Endeffekt laufst du die Geschwindigkeit hat einfach dann weiter. Fertig. Ist ja, das so da deine, gibt, da deine, tatsächlich deine, ist es deine Geschwindigkeit, wo du sagst, das geht einfach? Mehrere Gründe. Also einerseits, wie ich schon gesagt habe, am Anfang hatte ich ja irgendwie gar keinen Plan. Ich habe einfach mit dem Laufen begonnen und mich haben auch die langen Distanzen fasziniert. Und deswegen bin ich nach einem halben Jahr regelmäßig laufen, auch schon meinen ersten Marathon gelaufen. So macht man es ja normalerweise nicht. Also ich habe das gesundheitlich ohne Probleme weggesteckt, fit und gesund war ich ja, aber natürlich vom Trainingsaufbau her, also Unterdistanzen und Grundschnelligkeit fördern, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Mich hat einfach das lange mehr gereizt. Und das ist auch tatsächlich einige Jahre so geblieben. Also eine Saison ohne Marathon, das war für mich keine vollwertige Saison. Das heißt, die kurzen Strecken sind noch einfach auf der Strecke geblieben. Ich bin
ich bin einfach nicht gestartet oder ich habe es halt im Training mitgenommen, irgendwie ein langer Lauf und am Schluss die Endbeschleunigung am 10er, da kommt dann natürlich keine gute Zeit raus. Habe ich nie darauf fokussiert und das andere eben, durchs Alter bedingt oder vielleicht auch an sich schon von den Talenten, liegt mir das lange einfach mehr. Mhm. Sicher, ich könnte jetzt mal entscheiden, jetzt mache ich mal ein Jahr was anderes und trainiere auf die kurzen Distanzen hin. Aber das Herz habe ich mir noch nie genommen. Ich habe einmal auf einen Halbmarathon hin trainiert, das war eben meine Halbmarathon-Bestzeit. Da habe ich mich von meiner früheren Halbmarathon-Bestzeit tatsächlich um 2,5 Minuten verbessert. Aber sonst ist es meistens der Marathon oder überhaupt Ultraläufe. Also wahrscheinlich könnte ich die kurzen auch schneller, nicht so gut wie die langen, aber es wäre schon noch Potenzial da. Wobei, das ist ja was wir neulich auch vom Vincent Vermeulen gehört haben, der einfach gesagt hat, entweder bist mit 17 auf die kurzen schnell oder das wird halt nie wieder was. Weil kurz wirst du später nicht mehr schnell, aber möglicherweise bist du dann halt für einen Halbmarathon, Marathon, Ultra, 100 Kilometer, was auch immer. Das geht dann auch quasi ab 25 aufwärts noch gut. Also da kannst du sehr viel rauf trainieren. Oder das, da geht sehr viel halt mit Training und Konsequenz und so weiter und so fort. Also wenn jetzt da wir drei, wie wir hier sitzen, uns wahrscheinlich auf einen schnellen Fünfer einigen, dann könnten wir nochmal für uns Spaß haben, was wir zusammenbringen. Aber im Endeffekt ist es halt, ja, ambitionierter Amateur und das war's dann. Also, ja, aber im Endeffekt geht's ja auch ein bisschen darum, oder? Ich meine, du musst dann auch das laufen, was dir im Endeffekt Spaß macht. Und wenn dir halt das Training auch für 5 Kilometer jetzt nicht so dermaßen Spaß macht oder dein Reiz, der Marathon nicht einfach mehr reizt, dann ist auch gescheiter, du laufst das, weil an dem bleibst dran und die 5 Kilometer Training, das macht halt irgendwann einmal nicht den Spaß, den da halt ein Marathon Spaß macht und dann ist ja 5 Kilometer ja, Training macht nie Spaß. Ich wollte gerade was anderes sagen, mir macht sogar alles Spaß. Aber natürlich, ich weiß, ja, so bin ich, aber ich weiß, dass ich im Marathon einfach das bessere Ergebnis rausholen kann. Also im Training macht mir das Kurze auch durchaus Spaß. Okay. Das ist echt fein. Aber auch wenn ich jetzt meinen allerbesten Fünfer laufe, bin ich, sagen wir, in der österreichischen Bestenliste ja unter den besten 20 vielleicht. Und im Marathon, wenn ich da eine gute Saison habe, kann ich so wie letztes Jahr Beste der österreichischen Bestenliste sein. Also der Output ist einfach ein anderer. Und natürlich ist dann das gute Resultat auch reizvoll. Obwohl, wie ich wirklich sagte, Spaß macht mal alles. Ja. Das heißt, du bist aber schon noch immer und sehr ergebnisgetrieben, sage ich mal. Also das ist schon sehr gekalkuliert quasi, wo kann ich mein Maximum herausholen und wo kann ich dann am weitesten vorne sein. Das ist nur immer das, was dich dann im Endeffekt antreibt. Das Kompetitive ist da. Ja. Das erinnert mich wiederum sehr an den Peter. Ja, wobei das mit dem Kompetitiven, das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, aber du bist ja relativ schnell, wie du gesagt hast, auf den Marathon gewechselt. Das geht schneller, als man glaubt, dass man beim Marathon ankommt, wie wir festgestellt haben. Und das war dann irgendwie 2004, hast du gesagt, bist du den ersten Marathon gelaufen. Ja. Wie flott warst du bei dem ersten Marathon? So 359. Ungefähr. 359, das weiß ich genau. Okay, aber erster Marathon unter 4 Stunden, dieses Ziel tragen viele Menschen in sich und die meisten schaffen es beim ersten Mal nicht. Ja, das war bei mir gar nicht ein genau definiertes Ziel. Also ich habe mich über den Sommer damals auf einen Halbmarathon vorbereitet. Da war mein Ziel, unter 2 Stunden zu bleiben. Auf den habe ich trainiert und da habe ich auch in etwa eine Vorstellung gehabt, was mich erwartet. Der Marathon danach, das war eigentlich eine relativ spontane Entscheidung und für den hatte ich mich auch nicht vorbereitet. Also ich habe einmal nach dem Halbmarathon dann noch so einen Testlauf 24 Kilometer gemacht, um zu schauen, ob länger als Halbmarathon auch geht. Und dachte, okay, dann melde ich mich für den Marathon an. Und da war mein Ziel, es einfach nur so zu schaffen. Irgendwo im Hinterkopf als ungefähre Richtmarke waren schon die 4 Stunden, aber es ist mir nicht darum gegangen. Und dass es dann doch tatsächlich die 3,59 waren, war fast mehr ein glücklicher Zufall. Jetzt hätte ich fast gesagt, in mir steckt ähnliches Potenzial, weil ich bin bei meinem ersten Marathon auch in 3,59,48 gelaufen. Das ist mir sehr wichtig, weil ich auch unter 4. Aber ich habe ein halbes Jahr wirklich auch auf dem Marathon hintrainiert. Das mildert jetzt meine
Euphorie, dass ich auch einmal fähig bin, solche Zeiten wie du zu laufen. Nein, ja, aber du bist dann, bist du dann direkt auf der Strecke geblieben, weil zu meinem sucherischen Fehler, also ich habe leider erst deine ersten Marathonzeiten mit 2009 dann gefunden. Und die sind halt dann schon weit besser. Also da sind wir schon eine Stunde schneller. Ja, die sind dann weit besser. Was war dazwischen? Was ist dazwischen passiert? Ich bin dann einige Zeit, so wie viele Hobbyläufer, im Frühling einen Marathon, im Herbst einen Marathon, im Frühling einen Marathon, im Herbst einen Marathon gelaufen. Bin so kontinuierlich ein bisschen schneller geworden, habe mich so über die 3:30er-Zeiten, 3:20er-Zeiten vorgearbeitet, dann sind aber auch schon die ersten Verletzungen mal gekommen, hatte dann auch ein bisschen Rückschläge und bin dann im Frühling 2008, habe ich wieder mal einen Sprung gemacht, habe mich um ungefähr eine Viertelstunde verbessert auf 3:11. War auch damals irrsinnig sau, also es war 3:11:01 genau gesagt. 2008 war auch das Jahr, als in Österreich die Euro-Fußball stattgefunden hat. Daran erinnere ich mich deswegen, weil damals der Zieleinlauf vom Wien-Marathon mit Fußballrasen gepflastert war. Das hat mich wahnsinnig geärgert, weil natürlich auf 100 Meter Rasen läuft man jetzt nicht so wahnsinnig schnell und ich war richtig sauer, dass ich da diese eine Minute noch angerissen habe. Aber nichtsdestotrotz, es war meine Bestzeit, also da war ich schon ganz gut unterwegs in dem Jahr und habe dann einfach vom Frühling über den Sommer problemlos und verletzungsfrei weiter gut trainiert und habe dann im September 2008 ohne weiteres auf einmal dann die 3-Stunden-Grenze geknackt mit 2:58 in Berlin. Das war doch ungewöhnlich, weil ich meine, die 10 Minuten sind ja nicht zu verachten und das, an dem knabbern ja viele. Also dass das dann über einen Winter gleich 10 Minuten von seiner Bestzeit wegzurasieren, ist ja ungewöhnlich. Also was anderes fällt mir dazu nicht ein. Ja, vor allem in dem Bereich dann. Also es ist jetzt nicht so, wenn man sagt, oh, ich bin vorher 4:30 gelaufen und dann 4:20, sondern so um die 3 Stunden, das ist dann, da wird es dann halt schon anstrengend, ja, würde ich mal behaupten. Und hast du in deinem Training da was anders gemacht oder einfach nur kontinuierlich weiter trainiert? Na, es waren mehrere Faktoren. Also ich habe jetzt in den 19 Jahren einfach bemerkt, ich laufe im Herbst bessere Marathons. Ich kann besser im Sommer trainieren als im Winter. Im Winter, das Dunkle macht mich einfach müde und zieht Energie. Oder die Kälte bringt immer wieder so kleinere Verletzungen, nichts Dramatisches, aber da und dort zwickt es. Deswegen sind meine Herbstmarathons immer besser. Dann ist natürlich Berlin auch eine super schnelle Strecke. Und es war einfach ein insgesamt gutes Jahr. Also ich habe mich vom einen Herbst auf den Frühling ja schon mal deutlich verbessert und dann vom Frühling auf den Herbst nochmal. Und das in Summe hat es irgendwie ermöglicht, dass ich dann die 3 Stunden beim ersten Versuch eigentlich unterschritten habe. Und gleichzeitig habe ich auch versucht, so ein bisschen mit einer Mischung von Konzentration und Anspannung, aber doch Lockerheit das Ganze anzugehen. So irgendwie mir es zuzutrauen und ja, probiere es, aber auch nicht zu verbissen, dass ich irgendwo verkrampfe. Das war sicher auch eine wichtige Komponente, weil ja, ich kenne einige, die haben mit der 3-Stunden-Marke gekämpft und sind da auch vom Kopf her fast gescheitert. Das heißt, du wärst bei dem Lauf auch mit einer 3:05 oder so irgendwas zufrieden gewesen, weil du wolltest einfach nur einen raushauen und was kommt, das kommt. Ja, so ungefähr. Und du bist ja in deiner Laufkarriere, mittlerweile habe ich es auch geschafft, dass ich die früheren Läufer gefunden habe, auf einer anderen Seite. Aber du bist ja deiner Marathon-Straßenlauf-Tätigkeit, würde ich jetzt mal sagen, sehr treu geblieben. Also wenn man da wie mit die 3:59:38 anfängt, also von 2:04 bis 2:22, war da, wenn ich es jetzt da überschlagen habe, jedes Jahr bis auf 1, wenn ich es richtig habe, war irgendwo ein Marathon drinnen. Aber du hast ja parallel dazu auch andere Dinge ausprobiert, weil es gibt ja Läufer oder Läuferinnen, die sagen, ja, ich laufe, weiß nicht, die Broder Hauptallee, auf, fertig. Also nur Asphalt, nur flach,
fertig, das ist meines Ende Gelände. Alles, was abseits geht, was ein Waldweg ist, interessiert mich überhaupt nicht. Aber du bist ja keiner schon gelaufen, du bist mehrfach in der Feitsch gelaufen und das flotter auch als der Flo und ich. Also das muss ich jetzt gar nicht immer dazu sagen. Also, das ist nicht schwer flotter als wir auf der Feitsch gelaufen. Du bist die Zehner schneller gelaufen, du bist die Marathon schneller gelaufen, einen Halbmarathon und du bist die Feitsch schneller gelaufen. Also damit wir es abkürzen. Liebe Zuhörerinnen, wurscht was, sie ist es schneller gelaufen als wir. Aber du hast in Rennsteig gelaufen gemacht, also du hast da Dinge abseits der Straße probiert, Fragezeichen, weil die meisten Sachen, die ich finde, sind 100 Kilometer Straßen, 6 Stunden, dann ich glaube auch irgendwann einmal ja 24 Stunden Rennen, genau in Blumau, aber es ist sehr, sehr asphaltlastig, die ganze Geschichte. Ist das, weil es da mehr Spaß macht oder passiert das einfach? Mehrere Faktoren. Also irgendwie als Wienerin war es natürlich naheliegend, dass ich vor allem am Anfang auf Asphalt gelaufen bin. Eben, ich bin noch ein bisschen autodidaktisch und ohne in der Szene verwurzelt zu sein, bin da eingestiegen und bin eben die Sachen gelaufen, die ich gekannt habe. Und dann so eigentlich über verschiedene Laufmagazine und ein bisschen dem jugendlichen Überschwang, dass ja alles geht und dass alles spannend ist und ich alles ausprobieren will, habe ich dann, ich glaube, der erste Berglauf oder Nicht-Asphaltlauf, den ich ausprobiert habe, war der Großglockner Berglauf, also der Klassiker auf dem Wanderweg, weil unterm Großglockner macht man es ja nicht. Hat mir einfach auch sehr gut gefallen, war eine tolle Abwechslung und dann hat sich daraus entwickelt, dass eigentlich im Sommer ich immer wieder irgendwelche Bergläufe, Trailläufe gelaufen bin, weil da halt auch die Zeit war, weil das in Verbindung war mit Urlauben. Ich kann mich erinnern, dass ich den Erzberglauf einmal in Angriff genommen habe. Auch es ist mir so eine Werbung in einem Laufmagazin in die Hände gefallen und da stand dabei, dass alle Finisher eine Medaille aus dem Erzberggestein bekommen. Und irgendwie hat mich das angesprochen, mir dachte, coole Idee, die Medaille gefällt mir, da will ich mitmachen. Nur eben zeitlich bedingt sind sich diese Ausflüge ins Gelände eigentlich meistens nur im Sommer ausgegangen. Und deswegen, weil ich es zwar mit Spaß und Begeisterung gemacht habe, aber nicht so oft, bin ich da auch wieder nie so gut gewesen. Da sind wir wieder beim Punkt von vorhin, der Erfolg lockt natürlich. Deswegen habe ich mich primär auf die Straßenläufe konzentriert, aber eben immer wieder auch gerne was anderes gemacht. Und natürlich, wenn jetzt kombiniert war, Gelände und Trail und lang, dann war ich schon auch wieder gut. Also Feitsch habe ich ein, zwei Mal gewonnen, ein, zwei Mal auch zweite Rennsteiglauf gewonnen, aber das war eher trotz des Geländes, würde ich sagen. Das heißt, du hast dann eher quasi dein ganz normales Training auf der Straße durchgezogen, wie du es halt durchziehst und hast halt dann trotzdem wie Feitsch gelaufen und das, was halt quasi rauskommt, ist rauskommt, aber hast jetzt nicht dich so speziell auf so Trail-Wettkämpfe vorbereitet, wie du das vielleicht für einen Marathon machen würdest oder so spezifisch. Genau, ja, das ist richtig. Also nie spezifische Vorbereitung. Allerdings, was ich auch mache, was viele Asphaltläufer ja nicht machen, ich nütze auch in Wien durchaus die Möglichkeiten, die es gibt, im Gelände zu trainieren, weil das einfach auch eine super Abwechslung ist für die Kräftigung, für die Koordination. Also ich bin auch relativ viel im Wienerwald unterwegs. Jetzt kein Hochgebirge, aber nicht nur auf der Hauptallee eben. Ich finde, in Wien kann man super eigentlich für, also ich meine, ganz vorne ist vielleicht die Frage, aber so, dass man so wir, Mitpacker, dass man irgendwie durchkommt, dass man Spaß daran hat. Wir haben für all unsere Ultras, und das waren durchaus nicht einfache, alles im Endeffekt im Wienerwald trainiert. Du musst halt dann dein Training ein bisschen monotoner gestalten, indem du einfach einen Hügel rauf und runter machst. Aber Matera oder keine Ahnung, UTMB, das ist alles nur im Wienerwald trainiert gewesen. Wobei, Flo, ich bin mir nicht sicher, ob Wiener Straßenläufer, die Prater Hauptallee rauf und runter laufen, ob jetzt da ein Hügel, ob sie einen Hügel so als monoton empfinden, weil die Hauptallee ist jetzt auch so semi-spannend. Ja, weiß ich nicht, da tut sich zumindest was, oder keine Ahnung, die Runde ist größer, sagen wir so.
Wenn es aber abwechslungsreich, geradezu aufregend, ein Rollercoaster, diese Hauptallee. Ja. Du sagst das, man erlebt immer etwas. Ja, manchmal fährt dort sogar Bus. Tiere, Rehe. Es ist spannend. Aber was du gesagt hast, monotones Training, das finde ich ist ein sehr guter Punkt, weil ich finde es wichtig, wenn man ein Ziel hat, dass man das dann verfolgt, auch wenn nicht jedes Training lustig ist, wenn auch manchmal ein bisschen unangenehme Trainings dabei sind, nicht das Allerliebste oder eben nicht die tollste Strecke, nicht das schönste Wetter. Natürlich läuft jeder gern bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen oder von mir aus frisch glitzerndem Schnee, aber es ist halt nicht immer so schön oder es geht sich nicht aus, dass man irgendwo zu den wunderschönen Trails fährt, sondern man nimmt halt das, was man vor der Haustüre hat und dann gehört das einfach gemacht. Also da bin ich schon auch durchaus diszipliniert und ich finde, das ist auch wichtig, wenn man nicht nur zum Spaß laufen möchte. Und ich finde das vor allem deswegen wichtig, weil es eine mentale Vorbereitung fürs Rennen ist, weil du kannst den Renntag halt per se auch nicht aussuchen. Und das kann halt sein, dass jetzt nicht der allerbeste Tag erwischt oder dass gerade bei langen Kanten, dass auch nicht die allerbeste Phase erwischt. Das ist, wenn es 100 Kilometer schnell aufs garantiert, dass du nicht 100 Kilometer lang super gut geht. Und das ist wichtig, dass du diese Situation im Training schon mal durchgemacht hast, weil dann weißt du, wie du im Rennen damit umgehen kannst. Und deswegen stimme ich dir dazu. Was ich dazu sage, ist eben, je länger das Rennen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Krise kommt. Man muss sie akzeptieren und man muss auch wieder den Punkt finden, wo man aus der Krise rauskommt. Als ich 2015 bei der 100-Kilometer-WM in Winschoten gelaufen bin, also Niederlande, Brettl eben, aber auch diese Strecken haben einen Haken. Die Niederlande sind eben und daher auch sehr windig. Es war ein ziemlich stürmischer Tag. Und ich habe irgendwie gedacht, jetzt ärgere ich mich aber nicht über den Wind, auch wenn er manchmal so richtig dahergekommen ist, dass man sich drauflegen hätte können, sondern Schritt für Schritt weiterarbeiten, akzeptieren. Irgendwann dreht sich die Strecke auch wieder und dann ist es Rückenwind. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wie ich da eigentlich gut durchgekommen bin. Also das war jetzt eben das Beispiel von starkem Wind, aber es gibt natürlich viele andere ähnliche Krisen. Magenprobleme, Steigungen, kennen wir alle. Einfach akzeptieren, schauen, was kann ich beeinflussen, Krisenmanagement, und viele Probleme lösen sich dann ja auch wieder. Und du hast ja auch gesagt, es muss nicht, also ich überspitze es und sage, Training muss nicht Spaß machen. Es ist nett, wenn es Spaß macht, aber du, nachdem ich jetzt draufgesagt habe, dass du doch recht wettkampforientiert bist, sagst du einfach, okay, ich will dieses Ziel erreichen und wenn das Training bis dorthin Spaß macht, ist fein und wenn nicht, ist auch wurscht. Dann machen wir es halt trotzdem. Zum Teil ja, aber der Spaß muss schon auch da sein, weil es nur zu machen, weil man es machen muss und weil es auf dem Plan steht, das wird auch nicht funktionieren. Aber ja, kurzfristige Befindlichkeiten, denen sollte man nicht zu viel Raum geben. Da hast du, weil man neigt dazu, dass man sich selber nur das aufschreibt, auf einen Trainingsplan zum Beispiel, was einem mehr Spaß macht. Hast du einen Trainer oder Trainerin? Ja, und wenn ja, wie lange schon? Also schon seit Anfang an, also seitdem es gut geht oder einfach mittendrin und dann ist es noch besser gegangen oder einfach, dass gleich gut bleibt. Nein, ich habe einen Trainer, ja, und die Geschichte dazu. Also ich habe von Anfang an nach einem Plan trainiert. Mein erster Trainingsplan war etwas, was ich so mal aus dem Internet gefunden habe, was halbwegs seriös ausgesehen hat. Dann später auch aus diversen Standard-Trainingsplänen so halb maßgeschneidert zusammengebastelt. Und dann wollte ich irgendwann mehr, weil wie du gesagt hast, entweder man schreibt sich selber nur auf den Plan, was man gerne mag und gut kann, oder aber das andere Extrem, man schreibt sich zu viel, zu Hartes auf den Plan, um ja extra die Schwächen auszumerzen, was auch kontraproduktiv ist. Ich habe beide Varianten gemacht, also einige Zeit, als mir eben vor allem das lange, langsame Laufen besonders Spaß gemacht hat, habe ich nur das gemacht. Dann habe ich immer gedacht, na, damit stehe ich an. Dann habe ich das andere Extrem versucht, möglichst viele harte, schnelle Sachen machen, war dann zu viel des Guten.
Und dann habe ich eben begonnen, nach einem Trainer zu suchen. In der Zwischenzeit habe ich auch schon mehr Leute gekannt, die auch Ahnung haben vom Laufen, waren nicht mehr ganz allein unterwegs. Und ein Freund von mir, also selber ein guter Läufer und der sich auch sehr viel mit Trainingsliteratur beschäftigt hat, habe ich mal gefragt, ob er mir einen Trainingsplan machen würde. Das hat er auch gemacht. Das war damals das Ziel, dass ich im Frühling 2011 den Paris-Marathon laufen wollte. Ja, ich habe irgendwie den Plan immer übererfüllen wollen mit dem Ergebnis, dass ich ziemlich am Sand war, dann auch noch ordentlich verkühlt. Also lange Rede, kurzer Sinn, Paris-Marathon war ein DNF. Aber es war dann noch die Option hinten dran am Trainingsplan, dass ich doch vielleicht den Rennsteiglauf auch laufe. Naja, was habe ich nach Paris gemacht? Habe mich dann irgendwie doch endlich mal erholt, habe mal einige Zeit überhaupt nichts gemacht, dann bin ich nur ein bisschen gelaufen. Ja, und den Rennsteiglauf habe ich dann gewonnen. Ja, der Freund, der mich trainiert hat, war dann irgendwie happy, weil er gemeint, diese eine Saison hat er nervlich mit mir durchgehalten. Er freut sich sehr über den Erfolg, dass er mir den Rennsteiglauf da ermöglicht hat, aber noch einmal will er das nicht mehr machen. Also wir sind weiter befreundet, aber Trainingspläne hat er mir keine mehr gemacht. Na, so habe ich mich dann weiter umgehört. Deswegen seid ihr noch befreundet, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht war das heilsam. Irgendwie so, eine Saison war gut, aber mehr hätte es dann nicht mehr vertragen. Kinder, und nicht nachmachen. Und dann habe ich mich weiter erkundigt. Und ich habe immer nach einem Trainer gesucht, wo mir jemand, den ich selber mal schätze als Athlet, Athletin, sagen kann, ja, der Trainer ist echt gut, den kann ich dir empfehlen. Und dann endlich mal bin ich auf so jemanden gekommen, eben auch ein Freund, ambitionierter Läufer und Triathlet, hat mir dann gesagt, du, also meinen Trainer, den finde ich echt gut, den kann ich dir empfehlen, probier den mal aus. Und jetzt bin ich inzwischen 12 Jahre bei dem Trainer. Das hat dann funktioniert. Der hat dich also mehr als eine Saison ausgehalten, also das gratuliere ihm. 12 Jahre klingt solide, würde ich sagen, für Zusammenarbeit. Ja, und es gab natürlich auch gewisse Tiefs, aber also einerseits, er ist halt ein Trainer, er lebt davon, er wird dafür bezahlt, dass er auch gute Nerven hat. Das ist vielleicht der Unterschied. Du hättest deinen Freund zahlen müssen, dann hättest du es länger ausgehalten mit dir. Vielleicht, ja, und das andere ist auch, also eine Sache, die auf jeden Fall mitbringt, die für mein Training sehr gut ist, er ist eigentlich Triathlon-Trainer. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig. Ich halte gar nichts vom Triathlon. Also vielleicht mache ich mal einen, wenn ich eine Wette verliere. Aber, das haben wir alle schon mal gesagt. Und Gott sei Dank haben wir uns immer noch schrauben können. Oder aus Wetten rausreden können. Aber da ich doch immer wieder Verletzungen hatte und einfach wahnsinnig gerne laufe und gern viel laufe und hart laufe, ist das nicht das Wahre. Um einen Trainer zu haben, der auch von anderen Sportarten was versteht und mir nicht nur sagt, naja, gehst halt einmal auch schwimmen, sondern mir auch irgendwie Vorgaben macht, weil ich persönlich finde Schwimmen eigentlich sehr langweilig, aber wenn da genau drinnen steht, 200 Meter das und das, 400 Meter irgendwas anderes, dann kann ich mich über diese langweilige Einheit drüber retten und ich weiß, sie tut mir gut. Und das Gleiche mit Radfahren oder Training am Ergometer. Da steht halt mal da irgendwo hügelig im Wienerwald oder am Ergo irgendein Programm. Und das tut mir gesundheitlich ziemlich gut. Also das mit dem Radfahren verstehe ich noch. Und unser Trainer ist ja auch nebenbei Triathlon-Trainer aus irgendwelchen dunklen... Ja, das ist wegen dem Geld. Das kann nur wegen dem Geld sein. Ich glaube, der macht das nur wegen Geld, ja. Der hat mir auch irgendwann hat er mal, glaube ich, ein oder zweimal reingeschrieben, Schwimmen. Du hast nur gelacht, oder? Nein, ich habe drunter geschrieben, ich war mit Duschen. Das muss reichen. Wasser ist Wasser. Er kann mir alle möglichen Sportarten einschreiben. Ich habe ein Glas Wasser getrunken. Genau, von mir aus auch Curling und Speerwerfen. Mache ich alles, aber das Schwimmen, das kann man sich einrechsen. Ja, ich habe mich damit arrangiert und also ich merke einfach, es tut mir gut. Es ist ein extrem direktes Feedback, das ich bekomme. Ich bin gestern ja zum Beispiel den Crosslauf gelaufen, war ziemlich erledigt und habe heute in der Früh Training gemacht, so Beweglichkeit, leichtes Krafttraining und 25 Minuten Schwimmen. Und ich war wie neu geboren. Es wirkt. Und ich weiß, es mögen viele gar nicht. Aber es lohnt sich einmal ein bisschen die Zähne zusammenzubeißen, weil eben nicht jede einzelne Trainingseinheit muss Spaß machen. Ich habe mal einen Physiotherapeuten gehabt, den besten, den ich leider nicht gehabt habe, der hat leider aufgehört. Der hat auch gemeint, das Beste, was du nach einem Ultra tun kannst, ist ins Wasser gehen und so irgendwie, wie heißt das, wo du Aquajogging
und solche Dinge, einfach dich im Wasser bewegen für so 20, halbe Stunde, 20 Minuten oder so irgendwas. Er meint, danach werden deine Muskeln einfach viel weicher sein und das ist die beste Regeneration, die du tun kannst. Also ich verstehe das schon. Ich besitze einen Aqua-Jogging-Gurt. Ich habe sowas habe ich noch nicht drüber gedacht. Ich bin nur so ins Wasser rein und habe mich irgendwie. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so ein Gewichtsgurt, den du dir um die Hüfte. Nein, es ist kein Gewichtsgurt. Ja, das hat auch mal eine Dame in der Dusche mich gefragt. Nein, du verwechselst das ein bisschen mit den Mafia-Betonbatschen. Aqua-Jogging-Gurt ist ein Schaumstoffgurt, der einem in der Höhe hält. Das andere ist das, was einem auf dem Grund des Pools sinkt, aber das ist nicht Aqua-Jogging. Details. Ob du jetzt unten bist oder oben. Nein, für die Läufer nimmst du den Aqua-Jogging-Gurt, der die Leute oben hält, und für die Triathleten nimmst du den anderen. Aber hast du das dann wirklich regelmäßig, dass du auch Rad- und Schwimmeinheiten hast, oder hast du das dann nur punktuell, um quasi so wie jetzt in der Regeneration dir weiterzuhelfen? Nein, das habe ich jede Woche. Das ist wirklich Teil meines Trainings, auch in den intensiven Phasen. Und ja, in Verletzungszeiten, die ich leider auch habe, verlagert sich es dann auch auf das. Mein Beileid. Nein, nein. Es ist okay. Schwimmen kann nicht die Lösung sein. Wir in diesem Podcast hier stehen dafür, dass Triathlon einfach kein richtiger Sport ist. Mehr haben gesagt, wir dazu. Von mir aus Dart spielen oder Bikepacking. Ich habe mich gefragt, ob ich jetzt mit diesem vielen Rad- und Schwimmtraining nicht einen Triathlon machen will. Ich habe gesagt nein. Wobei ich das schon ein bisschen eingeschränkt habe. Mein Schwager, also genau genommen der Mann meiner Cousine, hat vor 2 Jahren oder sowas mit Triathlon begonnen. Macht auch Ironman. Und der interessante Punkt ist, die leben in Los Angeles. Also ich habe gesagt, eventuell würde ich mal sie besuchen und dort einen Triathlon machen, weil dort kennt mich niemand. Das ist wiederum gut. Das ist Undercover-Geschichten. Ja, fair. Also ja, Ironman Sacramento, also wenn ich mal länger weg bin, dann schaut es vielleicht, ob ich dort dabei war. Da hören eh nicht, also wir sind hier unter uns, da hört keiner zu, das erfahrt keiner, dass du die Idee hast. Zumindest also, keine Triathleten. Wir haben, also wenn, dann haben wir sie oft beleidigt und sie haben uns das überhört, dass wir sie beleidigt haben. Ja, aber Triathleten sind es gewohnt zu leiden. Stimmt. Und beleidigt werden. Zu Recht. Richtig. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von dem ursprünglichen. Nämlich, du bist auch auf dem Trail unterwegs gewesen, aber ja, eh klar, dass du in Wien halt straßenmäßig die besseren Voraussetzungen hast, zu trainieren, und bist du ja natürlich auch dann über den Marathon hinausgegangen, eben mit 100 Kilometer Geschichten, beziehungsweise der Rennsteig ist ja auch länger, und 24 Stunden Lauf. Das heißt, die Distanz oder die Dauer machen da jetzt dann nicht das Problem, unter Anführungszeichen. Natürlich ist, wenn man längere Wettkämpfe macht, die Regenerationszeit höher, was halt ganz natürlich ist, aber was mir am meisten fasziniert an der ganzen Geschichte ist ja, dass du 2009 das erste Mal, glaube ich, unter 3 Stunden warst. So mit 2,54. Und 2022 im Herbst noch immer unter 2 Stunden warst. Und also so 12, 13, 14 Jahre nachher im Marathon konstant unter 3 Stunden zu bleiben, das ist jetzt da ja nicht so leicht, würde ich mal behaupten. Ja, so wie du stellst das auch ein bisschen leichter dar, als es war. Also ja, 2008 bin ich meine ersten Marathons unter 3 Stunden gelaufen, weil es so schön war, auch im Abstand von einer Woche gleich 2 hintereinander. Auch Don't Try This at Home hat gut funktioniert, würde ich nicht nochmal machen. 2009 habe ich mich dann nochmal verbessert. 2010 war dann schon wieder mal ein Jahr, wo ich ziemlich viele Probleme hatte. Da hat nichts so recht funktioniert. 2011 bin ich dann 2-mal hintereinander Bestzeit gelaufen mit 2,52 am Bodensee, 2,48 in Frankfurt. Und dann war wieder ein Verletzungsjahr. 2013 dann wieder ein ganz guter Marathon. Und dann waren wieder einige Jahre mit Problemen. Und dann hat es eigentlich 5 Jahre gedauert mit einzelnen ganz brauchbaren Ergebnissen, auch einige Ultras, die
nicht schlecht waren, aber auch noch nicht ganz dem entsprochen haben, was ich erwartet hätte. Also 5 Jahre hat es dann gedauert, bis ich 2018 in Valencia wieder unter 3 Stunden gelaufen bin. Also ganz so easy war es eh nicht. Ja, aber dazwischen war die 100 Kilometer EM. Also du hast ja dazwischen nicht Däumchen gedreht und Boccia gespielt. Ich habe nicht Däumchen gedreht und Boccia gespielt, das ist wahr. Aber auch bei den 100 Kilometern, das war alles andere als eine reibungslose Vorbereitung. Ich habe erst relativ kurzfristig entschieden, wirklich zu starten, weil es mir davor immer so auf und ab gegangen ist. Mein Training hat dann auch bestanden aus 2 Läufen zu 42, 43 Kilometer, das war's. Ich hatte vorher eben auch verschiedenste Probleme und Schmerzen. Eigentlich hätte ich, wenn ich vernünftig gewesen wäre, gar nicht starten sollen. Und es war auch tatsächlich so, dass ich nach 7 Kilometern wirklich arge Schmerzen hatte und die 3 Kilometer, um die Runde voll zu machen, irgendwie gekrochen bin. Und dann hat unsere Physiotherapeutin irgendwelche Punkte gedrückt, irgendwas gezaubert, ich weiß es nicht. Die nächsten 90 Kilometer gingen gut oder gingen sehr gut. Aber eigentlich war ich, also damals bin ich gelaufen, 8 Stunden 48 oder 49. Eigentlich wollte ich schneller machen. Also das heißt, diese Ultra-Ausflüge, die haben schon nicht so schlecht ausgesehen, aber waren ein bisschen unter meinen Erwartungen. Aber dann eben 2018 der Marathon in Valencia mit wieder 2,56, das war halt dann schon wieder was, wo ich sage, jetzt geht's wieder. Mhm. Und letztes Jahr, ja, das hat mich tatsächlich selbst auch überrascht. Auch das letzte Jahr war eigentlich ziemlich schwierig. Ich habe damals, wollte ich den Wien-Marathon starten, habe aber zu Ostern irgendwie nach einem harten Training Schmerzen an der Schienbeinkante bekommen. Und das hat mich eigentlich bis in den Sommer begleitet. Ich wollte dann auch im August eigentlich die 100 Kilometer WM laufen. Für die musste ich absagen, weil ich konnte einfach nicht trainieren. Mal bin ich gelaufen, so 20 Kilometer, dann wieder mehrere Tage Schmerzen, dass nichts gegangen ist. Und irgendwann dann gegen Ende August auf einmal ist es gegangen. Also es war nicht ganz auf einmal. Ich habe auch ziemlich viel Physiotherapie gemacht. Und das ganze Alternativtraining dazwischen, das hat anscheinend auch Früchte getragen. Wie bekämpft man eine Schienbeinkante mit Physio? Also ich kenne die Geschichten rund um Plantarfaszie, Hüfte, Knie, Ferse, aber Schienbein, also was macht man da? Naja, so ganz klar ist es eh nicht gewesen. Es sah einfach aus nach einerseits einem blockierten Sprunggelenk, einem nicht ausreichend stabilen Sprunggelenk und verklebten Faszien in der tiefen Wadenmuskulatur. Also einfach so ein bisschen auf gut Glück alle möglichen Stellen irgendwie in Angriff genommen. Mhm. Und dann habe ich schon gemerkt, es wird ganz gut mit der Form. Ich traue mir die unter 3 Stunden in Berlin zu. Aber dass es dann so gut gegangen ist, das hat mich selbst auch überrascht. Berlin ist im September. Ja. Das ist, und Berlin, wissen wir, ist prinzipiell ein schneller Kurs. Aber weil du gesagt hast, du traust es dir zu, Berlin ist ja üblicherweise nicht leicht reinzukommen überhaupt. Also, dass man überhaupt einen Startplatz kriegt. Wusstest du das schon? Oder ist es, oder gibt es da irgendwie, wie ist denn da das, die ganze Reinkommen-Zeremonie? Also, wie schafft man das überhaupt, dass man dort starten kann? Naja, Berlin hat wie viele andere von den großen Rennen Qualifikationslimit. Oder die Lotterie, oder man kann über Reisebüros reinkommen. Oder über irgendwelche Benefizaktionen, wo man halt ziemlich viel Geld aufstellt. Für 5.000 Euro kann man quasi überall mal gar starten. Genau. Aber man unterstützt doch einen guten Zweck dafür. Es ist nicht nur Startgeld. Und naja, ich bin ja im Jahr 2021 in Linz 2,56 wieder gelaufen. Also damals habe ich mich für Linz entschieden, weil 2021 war ja noch wirklich sehr viel Unsicherheit mit Corona da. Man wusste nicht, ob man reisen kann. Manche Länder hatten ja Einreisesperren, es gab Absagen und deswegen habe ich mich für was Unkompliziertes, nämlich Linz, entschieden. Ja, das haben sie ja von früher, weil Linz ist ja üblicherweise kurz nach Wien. Da gibt es ja diese quasi Doppel-Challenge immer. Ja. Die haben sie ja in den Herbst haben sie Linz verlegt auf Oktober. Ja. Genau. Ja, und erst jetzt mit 23 ist es wieder im Frühjahr, weil bis letztes Jahr war es jetzt im Oktober. Ja.
Ja, na und der späte Linz-Termin war eben auch ein Glück für mich, weil eigentlich wollte ich damals ja auch in Wien den Marathon laufen. Damals war Wien der September-Termin, aber auch da habe ich Probleme im Sommer gehabt. Es war nicht realistisch, dass ich im September einen Marathon laufe. Habe ich in Wien den Halbmarathon gemacht, das war auch ganz fein, und mich dann eben für den späten Termin in Linz entschieden. Und mit der Zeit von Linz hatte ich dann auch das Limit für Berlin. Also das Limit in Berlin ist tatsächlich relativ streng. Unter 45 ist es für Männer 2,45, für Frauen unter 3 Stunden. Also das ist schon noch härter als Boston, Chicago oder New York. Über 45 wird das Limit dann schon wieder etwas milder, aber eben mit der 2,56er Zeit hatte ich den Startplatz für Berlin fix. Und es war die Anmeldung eigentlich auch ein bisschen aus einer Laune heraus. Ich bin 2007, 2008 und 2009 in Berlin gelaufen, das war sehr schön, und dann irgendwie nach Jahren habe ich mir gedacht, naja, wäre doch wie wir feiern, mich mal für Berlin anzumelden. Das Limit hatte ich. Anmeldung war damals im Dezember, und im Dezember hatte ich noch überhaupt keine Ahnung, was ich im nächsten Jahr im September machen werde. Aber irgendwie hatte ich auch, oder habe ich das Fernziel, in Berlin einmal die 10 Teilnahmen voll zu bekommen. Dann hat man die garantierte Startnummer auf ewig, und so meine Vision ist, irgendwann einmal dann mit 80 in Berlin knapp vorm Zielschluss vielleicht ins Ziel zu kommen. Dann habe ich gedacht, naja, das heißt, wenn du 10-mal musst du quasi durch dieses Prozedere durch und ja, entweder charity-mäßig oder die Lotterie gezogen werden oder mit Reisebüro oder mit Limit durchkommen, 10-mal finishen. Und ab dem 11. Mal bist du quasi, wenn du willst, Fixstarter. Genau. Okay, ja, check. Und auf das arbeite ich hin. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich melde mich mal an. Und je nachdem, wie der Plan ist, wann ich wo starte, kann ich sie auch als gemütlichen Lauf machen. Und ursprünglich wäre ja auch der Berlin-Marathon einen Monat nach der 100-Kilometer-WM gewesen. Das heißt, ich hätte ihn eh nur locker laufen können, aber ich finde Berlin einfach schön, ich finde den Berlin-Marathon schön, warum nicht das Ganze auch gemütlich angehen, aber eben dadurch, dass ich dann die 100-Kilometer-WM absagen musste, ist dann dafür der Marathon aufgewertet worden, da stand ich dann frisch und fit am Start, und dann ist mir die zweitschnellste Marathonzeit in meiner Laufbahn dort überraschend ausgekommen. Es ist dann einfach passiert. Aber was ich mich frage, du hast ja immer gesagt, dass du sehr, sehr ergebnisorientiert bist und dass du ja auch den Straßenlauf nur gewählt hast, weil du halt dort die besseren Ergebnisse hast. Kannst du dann wirklich einen Lauf nur auf gemütlich laufen? Oder ist dann so, dass dir dann doch irgendwann der Ehrgeiz überkommt und du dann doch irgendwie drauf drückst? Aber kannst du dann dein Ego das ein bisschen zurückdrehen und wirklich auf Spaß laufen? Ja, es ist nicht ganz leicht. Ich glaube, es kommt aufs Rennen an. Also wahrscheinlich hätte ich mich im Freundeskreis herumgefragt, ob irgendjemand auch startet und ob wir es gemeinsam laufen. Wahrscheinlich hätte ich das gemacht. Dann hättest du einen zweiten gehabt, der dich so ein bisschen zurückhält. Dann hättest du irgendwie so mit einem Seil aneinander ketten können, sodass du gar nicht in Versuchung kommst, dass du irgendwie schneller läufst. Genau. Ja, ich weiß nicht, machst du das auch bei solchen Wettkämpfen, weil es mir jetzt da gerade durch den Kopf geht, wenn jetzt irgendjemand zu dir sagt, keine Ahnung, der Flo geht her und sagt, hör zu, ich möchte mal einen Halbmarathon ich möchte mal bitte einen Marathon in 3,5 laufen. Und du denkst, ja, 3,5, das geht sich, das ist sie immer noch ausgegangen an einem Samstagnachmittag. Kannst du das dann quasi, oder machst du das jetzt da einfach nur quasi für dich, dass du sagst, wenn irgendwer anderer aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis sagt, hey, würdest du mir pacen auf Bipapo, dass du bei so einem Wettkampf dann einfach sagst, okay, ich habe eine Aufgabe, oder ist Wettkampf Wettkampf? Nein, das mache ich schon auch. Natürlich, je länger die Distanz, umso schwerer, weil ein Marathon in 3,05, das spüre ich ja auch. Also bei 10er oder Halbmarathon ist es irgendwie gar kein Thema. Da muss ich nur irgendwie die Zeit haben, und das geht dann schon beim Marathon. Wenn irgendwer sagt, ein Halbmarathon 1,45, sagst du, ja, kriegen wir schon hin. Ja. Und das finde ich auch sehr spannend. Also habe ich schon ein paar Mal gemacht, war jedes Mal sehr aufregend. Da frage ich gleich hinten noch, ist das für die dann mehr Stress, als wenn du für dich selber laufst?
Also ein bisschen, ja, weil du wirst ja den durchbringen. Genau. Ich fühle mich ja verantwortlich und wenn ich selber laufe, dann spüre ich ja unmittelbar, wie es mir geht. Passt alles? Muss ich schneller? Muss ich langsamer? Und so muss ich ja auf jemanden anderen achten und versuchen, da die Zeichen richtig zu interpretieren. Weil das ist ja jetzt nicht so wie im Profilager, wo, so stelle ich mir zumindest vor, da hat man die genaue Vorgabe, das ist die Pace, die gelaufen wird und die wird dann gelaufen, sondern wenn man irgendeinen Hobbyläufer nicht so geübt pace, die wissen ja oft gar nicht ganz genau, was können sie und was nicht. Und dann muss ich eher so auf die Körperhaltung schauen, auf den Atem hören, schauen eben, ist das jetzt irgendwie nur ein kurzer Motivationshänger, wo ich anfeuern sollte oder ist das tatsächlich irgendein gröberes Problem, wo ich sage, na mach mal jetzt lieber langsamer, bis dich erholst. Also das ist schon irgendwie die Herausforderung dabei. Es ist aber wurscht, selbst wenn da dein Laufpartner die Zeit sagt, die er laufen will. Das heißt nicht, dass er sie beim Start auch kann. Ich erinnere mich daran, der Peter und ich wollten beim Tierschutzlauf, wollte ich damals unter 39 Minuten laufen und der Peter wollte unter 40 Minuten laufen und ich gesagt, wir laufen mal gemeinsam weg. Wir laufen in meiner Pace weg und damit sich der Peter am Anfang nicht überpaced. Ich glaube, nach 100 Meter war der Peter ungefähr 2 Meter vor mir und er ist den ersten Kilometer in 3,20 hingeknallt. Das ist sich nie im Leben ausgegangen. Also da hätte ich auch ein Seil braucht, damit ich ihn zurückhalte. Also es ist dann, wenn du einen hast, der unbelehrbar ist, dann hilft das auch nichts. Das wollte ich damit sagen. Ich habe mir aber eingekriegt, dass wenn ich eine Aufgabe habe, und das war ja noch in deiner Pace auch so, dass wir gesagt haben, ich laufe die erste Runde mit dir und dann übergebe ich dich an jemanden, der dich sinnvoll zu deiner Bestzeit bringen kann. Ja, aber du bist damals nicht sub 40 gelaufen. Ich bin noch immer nicht sub 40 gelaufen, um genau zu sein. Was tust du da eigentlich mit dem Trainer die ganze Zeit? Das weiß ich nicht, frag den Trainer. Ich bin von dem gesehen, bin ich der langsamste von uns drei auf die 10 Kilometer. Ja. Also ich habe vorhin einmal meine Mutter gepaced. Das war schon aufregend. Ich glaube, das ist ja dann die Königsklasse, oder? Also in der Familie dann noch jemanden pacen, weil wenn dann irgendwas schief geht, bist du schuld gewesen auch noch. Ja, also es war nicht ganz einfach. Es hat gut funktioniert, aber ja, herausfordernd. Und ich habe ja versprochen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann gibt es auch mal einen Halbmarathon. Das war damals ein 10er, also der Halbmarathon, der ist noch offen. Ja, Wachau, also ich muss ja sagen, die Wachau ist ja, auch wenn sie mal heißt, ja, bergab und das ist nicht offiziell und pipapo, aber sie ist halt einfach schön zum Laufen, wenn das Wetter okay ist. Ja. Aber ich finde langsam laufen, das muss auch geübt sein. Also dass du wirklich dann auch diese Wunsch-Pace auch irgendwie quasi einstellen kannst und dir auch laufen kannst, ist gar nicht so einfach. Also ich kann mich an meine ersten Pace-Versuche erinnern. Also das hat dann schon ein paar Kilometer braucht, dann bist du wieder 10 Sekunden langsam oder 10 Sekunden schnell. Und dann ist natürlich für den, der dir eigentlich folgen muss, auch irgendwie schwierig, weil der ja eigentlich an seinem Limit läuft für das, was er da laufen will. Mhm. Und du schwankst das so. Also es hat schon ein paar Läufe braucht, bis man das so ungefähr einschätzen kann und dann auch, wie du vorher gesagt hast, dass du auch irgendwie den du dann pacen willst, irgendwie lesen kannst, ist das jetzt ein Tief? Geht es ihm eigentlich gar nicht so gut? Und das ist, es ist eine hohe Kunst, die wirklich nicht einfach ist. Ja, also wenn man das nicht oft macht, ich mache das tatsächlich vor dem Rennen, dann die geplante Pace ein bisschen selber üben, dass ich so ein Gefühl dafür bekomme, wie es denn sein sollte. Aber was schnelle Läufer ja oft sagen, so, ich kann ja gar nicht so langsam laufen. Das ist pure Eitelkeit. Man muss nur einmal erleben, dass es einem selber echt dreckig geht und auf einmal geht der 6er-Schnitt, der 6,30er-Schnitt, der 7er-Schnitt auch problemlos. Also da ist nichts mehr mit, ich kann ja gar nicht so langsam laufen. Auch beim Ultra lernt man jedes Tempo bis 12er-Schnitt. Vor allem lernt es irgendwann zu schätzen. Irgendwann ist 6er-Schnitt, der fühlt sich an wie 3er-Schnitt. Ich erinnere mich da an Slowenien letztes Jahr. Da bin ich, da, also noch, weiß nicht, was waren das, 90 Kilometer, bist du beim letzten Berg, also da nur mal ein Hügel war noch, also die Todesschleife am Schluss, aber da hast du einen Radlweg gehabt, der hat so 1% Steigung gehabt, 8 Kilometer lang. Und das war, wenn du das frisch laufst, eben. Und nach 80, 90 Kilometer eben närmer. Und ich habe immer gehabt, ein Stück gelaufen und dann habe ich mich mit ein Stück gehen belohnt. Und dann bin ich wieder ein Stück gelaufen und dann bin ich wieder ein Stück gegangen. Und da habe ich mir gedacht so, also, wenn ich jetzt noch einen 6er-Schnitt hinkriegen würde, das wäre schon geil. Das ist aber nicht mehr gegangen. Ja.
Na, solche Erlebnisse kenne ich. Also ich bin 2015 die Ultra Trail WM gelaufen in Frankreich um den Lac d'Annecy. Das war ja auch so eine Sache. Damals war ich im Winter verletzt, wieder mal. Bin irgendwie so 4 Wochen vor der WM so wieder fit geworden für die ersten Laufschritte. Aber wie gesagt, für die ersten Laufschritte. War aber irgendwie zu feig, zu pflichtbewusst, um abzusagen, weil Team retten und so weiter und so weiter. Hab halt nicht abgesagt, bin dort ohne Training hingekommen. Also ich bin halt ein bisschen davor gelaufen, hab noch so ein, zwei Mal den Lainzer Tiergarten umrundet, aber war eigentlich untrainiert. Und die Strecke hatte 5.500 Höhenmeter, 85 Kilometer, teilweise ein bisschen schwieriges Terrain, steinig, rutschig, gatschig. War nicht schön. Ich habe lang gebraucht. Und dann die letzten 1,5 Kilometer oder sowas gingen dann eben am Seeufer dahin, so eine Seepromenade auf so Holzbohlen. Also wirklich eigentlich super Grund zum Laufen. Mhm. Ja, ich habe zum Endspurt angesetzt. Mein Endspurt war 6er Schnitt in etwa. Ich konnte einfach nicht mehr schneller nach über 16 Stunden. Ja. Es ging nicht. Wobei, das ist ja verständlich. Ich muss allerdings dazu sagen, dass mit diesem, wenn du schneller bist, langsamer laufen, es gibt so ein paar Grenzgeschwindigkeiten. Also, wo du sagst, an 5er Schnitt kriegst du hin, an 6er Schnitt kriegst du hin, 6,30, das geht. Aber es gibt so ein paar, bei mir gibt es irgendeine Grenzgeschwindigkeit. Ich glaube, das ist so 6,45, 6,50. Da weiß ich nicht, gehen oder laufen. Also, das ist so, da wird es zu so einem unrhythmischen Hopserlauf. Weil ich nicht genau weiß, was ich machen soll. Ich glaube, das ist aber trotzdem Gewohnheit. Nicht ohne Grund hast du auch im Marathontraining, dass du die Marathon-Pace trainierst, damit du einfach weißt, wie sich das anfühlt, weißt, was du da tun musst. Und wenn du es müsstest, würdest du auch irgendwie 6,50er Schnitt hinbekommen, aber du tust es einfach nicht, weil du einfach, wenn du nur für dich trainierst, einfach die Zeiten nicht trainiert brauchst. Deswegen ist ja auch, natürlich sagen es viele aus Eitelkeit, aber langsam laufen, wenn du viel schneller bist, musst du dann auch, wie die Carola vorhin gesagt hat, das musst du dann halt auch vorher trainieren und ein paar Mal laufen, damit du eben weißt, wie es anfühlt. Und dann kriegt jeder so einen 8er-Schnitt. Wenn man die Notwendigkeit nicht hat, macht man es ja auch nicht. Natürlich. Weil wozu? Natürlich. Also nur zu sagen, es geht einfach nicht, das ist eigentlich nicht die Wahrheit. Das ist eine faule Ausrede. Das ist definitiv eine faule Ausrede. Wobei, was geht eigentlich nicht beim Flo und bei mir, das ist ja die Pace, die du gelaufen bist in Berlin. Ich meine, die geht bei uns schon, aber halt nicht auf die Distanz. Auf einen halben vielleicht, oder? Was ist 2,52 ist ein 4er-Schnitt, oder? Nein, so. Das war 4,04. Ja, auf einen halben vielleicht. Wieder nicht. Ja, wenn es ein bisschen bergab geht. Rückenwind haben wir. Wenn die Mama schon die Suppen gemacht hat. Richtig, damit wir nicht Speck kommen. Aber das war ja letztes Jahr dann auch noch die Jahresbestleistung Österreich. Richtig, ja. Weit. Was ja, so wie das in Österreich üblich ist, breit und ausführlich in allen Medien kommuniziert wurde, also nicht. So wie man das halt gewohnt ist. Das große Problem ist, du hattest nicht zwei Ski unter deinen Füßen, somit interessiert es keinen. Ah, das wäre aber eine Idee. Einfach einen schnellen Marathon laufen und sie hinten zwar so Bigfoot aufhören. Ja. Wenn du 2,52 in Bigfoot laufen kannst, dann bist du sicher auf der Startseite von OFAT. Monatelang. Aber es wurde sogar in der ÖLV-Meldung erwähnt. Wobei ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob es auch erwähnt worden wäre, wenn nicht auch der Peter Herzog dort gelaufen wäre und er österreichische Bestleistung bei den Männern gelaufen wäre. Ja, der Peter Herzog ist in Berlin gelaufen letztes Jahr? Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich denke schon. Ja, ich meine, wenn's schnell laufen willst in Europa, dann kommst du fast nicht um Berlin herum. Das stimmt schon, ja. Nein, ich habe irgendwie Valencia oder so irgendwas im Kopf gehabt, aber egal. Ich glaube, das war letztes Jahr und ich glaube, er war in Berlin. Ja, gut möglich. Aber du bist jetzt da, du wolltest eigentlich nicht Berlin laufen, dann bist du Berlin gelaufen, hast das hingeknallt und hast dann gedacht, wenn ich jetzt schon mal in Berlin gelaufen bin, dann passt die Form
da laufen wir gleich im New York hin drauf, weil, weil? Naja, weil ich wollte ja eben im August DWM laufen, aber wie ich auch schon mal gesagt habe, irgendwie so das Herz schlägt halt auch sehr für den Marathon und deswegen habe ich mir gedacht, August 100 Kilometer, ginge da irgendwie auch Marathon vielleicht? Und ja, mit einem späten Marathon, und New York ist ja im November, sollte das eigentlich möglich sein. Und auch das war, hatte schon einen längeren Vorlauf. Mit New York hatte ich auch mal eine Rechnung oben offen. Also da bin ich auch in meiner läuferischen Jugendzeit 2006 mal gelaufen. Habe da alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also erstens habe ich mir eingebildet, dass ich auf der Strecke eine persönliche Bestleistung laufe. Also überambitioniert angelaufen, habe mit der Verpflegung riesige Probleme bekommen, weil ich das dortige ISO und Gels nicht vertragen habe. Also es war nicht schön. Aber die Stimmung war natürlich mitreißend und dann habe ich mir gedacht, irgendwann mache ich das besser. Und eben auch, wie ich schnell geworden bin, hat es mich auch schon sehr gereizt, auch einmal in New York die 3 Stunden zu unterbieten. Weil das ist ja so, da eigentlich passt das ja gar nicht zusammen. New York ist ja langsam, oder? New York ist langsam. New York hat 300 Höhenmeter. In New York läuft die Weltspitze, um es zu gewinnen. Und sonst ganz viele Hobbyläufer, die auch sagen, naja, ich laufe mal einmal im Leben einen Marathon und dann soll es halt New York sein. Aber ich habe mir irgendwie eingebildet, ich möchte auch dort eine halbwegs schnelle Zeit laufen. Und aber warum läuft man New York? Also Flo, du bist ja auch schon gelaufen. Also, aber also zweimal, ja. Aber ist es einfach, ich meine, ich, vielleicht bin ich da ein bisschen... Weil es die Challenge ist, weil ich es knacken wollte. Ja, aber vielleicht bin ich ein bisschen, wie nennt man das? Die Umgebung ist jetzt wurscht. Ja, danke. ich habe noch nicht verstanden, warum gerade New York? Naja, also was umgibt New York als Stadt, dass man sagt, ich will dort unbedingt einen Marathon laufen und nicht in, ich weiß, warum man nicht in Schwechat einen Marathon laufen will. Das ist mir klar, weil in Schwechat willst du auch keinen Fünfer laufen. Aber warum jetzt New York und nicht, weiß ich nicht, Athen oder irgendwas anderes in Spanien? Keine Ahnung, also warum jetzt gerade New York? Die Stimmung ist sehr mitreißend dort. Es ist eine schöne Strecke. Es hat auch einfach das Besondere, dass man durch die ganze Stadt, die ganzen Stadtteile läuft. Es ist eben berühmt. Es ist der Marathon, den die Leute kennen, wenn sie sonst nichts vom Laufen kennen. Ja, es ist die Masse, die einfach um so vieles enthusiastischer ist, als man in Europa erlebt. Das sind die Faktoren. Die Stimmung, okay. Die Stimmung ist einzigartig. Also man muss schon sagen, die Stimmung ist einzigartig. Die Amerikaner können generell einfach riesen Events aufziehen. Das hast halt so, ich meine, gut, Wien-Marathon ist, was Stimmung betrifft, ja, ganz, ganz weit unten, mit dem kannst du schwer vergleichen. Aber es ist das. Ich frage mich, warum New York und nicht Boston zum Beispiel, weil Boston ist halt einfach ganz, ganz alt, das verstehe ich. Aber New York ist für mich so, ja, es ist halt New York. Aber mich begeistern beide. Ja, bei mir war es weiter. Weil der Papa den halt schon mal gelaufen ist und deswegen bin ich ihn dann halt auch mal gelaufen. Und irgendwann ist meine Schwester auch gelaufen, deswegen bin ich da halt auch mitgelaufen. Ich möchte auch in Boston wieder laufen. Also ich glaube, ja, unter Lauf-Insidern ist es vielleicht wirklich so die Abwägung, was mag man jetzt wirklich lieber. Aber so, ich glaube, der breiten Öffentlichkeit ist dann New York einfach nochmal bekannter. Aber die gute Frage, warum New York und nicht Boston? Es ist eh kein Entweder-Oder. Ich möchte auch in Boston gerne meine Zeit verbessern. Okay. Und ich mag beide Städte sehr. Ja, und ich war heuer auch nach dem New York Marathon auch in Boston ein paar Tage. Also. Ist es bei dir auch am Plan, dass du diese Big Six irgendwann mal laufst? Inzwischen ja. Also so als Langfristplan. Ich bin das nicht sehr systematisch angegangen. Eben, ich bin zweimal New York gelaufen, viermal Berlin. Also da bin ich nicht die effizienteste Sammlerin. Wenn ich es strategisch besser verteilt hätte, hätte ich sie schon. Aber irgendwann im Laufe der Zeit reizt es mich schon und jetzt eigentlich mit dem letzten Jahr, mit meinen 2 schnellen Marathons, möchte ich sogar noch relativ bald die 6 Majors laufen, weil idealerweise auch mit guten Zeiten. Also es wäre toll, wenn ich es irgendwie schaffe, nächstes Jahr für London und oder Tokio Startplätze zu bekommen, was nicht leicht ist.
Nur der Vorstellungshalber, was die Big Six sind ja Berlin, Tokio, London, New York, Boston und Chicago. Und ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist Tokio der kritischste, quasi, dass man überhaupt einen Startplatz kriegt. Also der ist am schwierigsten. Ich bin mir nicht sicher, Tokio oder London oder gleich schwer. Ja, London ist auch wahnsinnig schwer. Geht es bei allen, also bei allen über die Zeit irgendwie? Nein, in London nicht. In London können nur UK-Residents sich qualifizieren. Alle anderen Reiseveranstalter, Lotterie oder Charity. Okay. Und bei Tokio bin ich mir nicht sicher. Da kann man sich vielleicht qualifizieren. Da bin ich noch nicht ganz schlau aus den Informationen geworden. Eben deswegen sage ich, vielleicht ist London sogar noch schwieriger, weil man sich dort einfach gar nicht qualifizieren kann. Ja. Im Endeffekt ist aber nur eine Frage des Gelds, weil ich behaupte mal, dass du dich für jeden, wenn du dich über einen Reiseveranstalter einkaufst, kannst dich in jeden einkaufen. Das ist halt nur sauteuer, weil es halt das Package dazu kaufen musst und halt viel Schnickschnack herumkaufen musst, was du jetzt nicht brauchst, wenn du einfach nur das Ding machen willst und wieder zurückfliegen willst, oder keine Ahnung. Das hast du jetzt da bei New York gemacht, oder? Ich war ja in New York mit dem Reiseveranstalter, weil meine Anmeldung dort über die Qualifikation nicht geklappt hat. Ja, es war nicht ganz mein Fall. Das musst du halt taugen, und für das zahlst du halt auch unnötig Geld, also wenn es da nicht taugt. Ja, also ich habe Verständnis, wenn man irgendwo in ganz exotischen Destinationen, wo es mit der Sicherheit ein Thema ist, wo man die Sprache nicht kann, wo man die Schriftzeichen vielleicht nicht einmal kann, da ist eine Gruppenreise gut. Aber für New York fand ich es jetzt nicht so einen großen Mehrwert, dass mir da jemand nochmal erklärt, wie ich zum Central Park komme. Aber okay, also eben wegen technischer Probleme oder keine Ahnung was, hat meine Anmeldung nicht geklappt. Ich wollte trotzdem in New York laufen, ich habe es gemacht und was soll's. Ich habe mich zwar geärgert, aber das Wesentliche, nämlich dass ich gelaufen bin, hat ja geklappt. Ja. Du hast ja auch, das können wir jetzt da glaube ich schon so nebenbei verraten, über die Geschichte in Berlin und in New York quasi einen Erlebnisbericht gemacht, was denn da alles so abgeht vor und danach und währenddessen, also wenn man das auch mal machen will, dass man sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Und dass man es vielleicht nicht in jedem Punkt genau gleich macht, in der Vorbereitung oder mit der Anreise oder so, das dürfen wir ja auch dann im Artikel bringen. Also ihr müsst jetzt nicht den Lauf abbrechen und stehen bleiben und lesen, ihr könnt es auch fertig zuhören und später nachlesen. Ja, es gelingt mir irgendwie nicht, dass so Vorbereitungen auf einen großen Lauf völlig reibungslos passieren. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das ist auch eine Stärke von mir, ich lasse mich nicht so leicht aus der Bahn werfen. Wenn es auf die eine Art nicht funktioniert, dann versuche ich es eben anders, arrangiere mich mit den Gegebenheiten neu und letztendlich kann es ja auch klappen. Was mich bei dir interessiert, Anna, beim Marathon ist, du laufst zwar 3 Stunden oder schneller und ich war noch nie in der Verlegenheit. Normalerweise gibt es einen Pacer für 3 Stunden. Der ist da. Ich glaube, bei manchen Marathons gibt es noch einen für 2,45 oder 2,50, sowas um den Dreh. Laufst du da vom ersten Kilometer dein Rennen? Weißt du, da ist irgendjemand, der mein Tempo läuft, wo du dich anhängen kannst? Laufst du mit dem Pacer mit und wirst dann schneller? Oder wie geht man das quasi in der Leistungsklasse dann an? Naja, ich habe schon verschieden gemacht. Also bei kleineren Marathons am Bodensee, da bin ich einmal, glaube ich, mit dem Pacer gelaufen. Das war dort ganz angenehm, weil das war eben, obwohl Staatsmeisterschaft war, trotzdem ein eher kleineres Feld. Da war es schon ganz fein, in einer Gruppe von ungefähr 10 Leuten zu sein. Bei den großen Marathons finde ich es unangenehm. Also in Berlin gibt's oder gab es zumindest auch 3-Stunden-Pacer. Und gerade in Berlin ist die 3-Stunden-Gruppe extrem gut, weil eben bekanntlich schnelle Strecke. Dort starten viele, die erstmals ganz knapp die 3 Stunden unterbieten wollten. Und einmal ist es mir passiert, das war damals, als ich die 2,54 gelaufen bin, da ist der Pacer aus unerfindlichen Gründen irrsinnig schnell gelaufen, war die ganze Zeit vor mir und ich habe das Gedränge wirklich unangenehm gefunden. Das heißt, ich laufe eigentlich nicht mit Pacer, aber eben bei den großen Rennen, man ist nie alleine.
einmal bin ich ein bisschen schneller, dann sind wieder andere schneller, man hat einen unterschiedlichen Rhythmus, aber ganz alleine ist man ja nie. Und dann läuft man halt 5 Kilometer mit der einen Gruppe, dann zerfällt die Gruppe, dann findet sich aber wieder irgendeine andere Gruppe. Das finde ich eben das Angenehme an den großen Läufen. Das habe ich in Frankfurt so erlebt, das habe ich in Valencia so erlebt. Ich tue mir auch schwer, mir eben vor dem Rennen etwas mit jemandem auszumachen. Also ein paar Mal haben mich auch Freunde gepaced und das war für mich eigentlich immer ein Stress, weil ich nicht gut sagen kann, welche Pace ich wirklich genau anlaufen werde. Ich spüre es zwar, ich schaffe es bei den großen Rennen eigentlich sehr gut, gleichmäßiges Tempo dann durchzulaufen, aber ich kann es bis vor dem Startschuss nicht sagen. Und so hat das für mich eigentlich immer am besten funktioniert, wenn ich einfach so im Feld mitgeschwommen bin und so temporäre Allianzen eingegangen bin. Das heißt, du entscheidest das dann, weil du gesagt hast, bist du vor dem Startschuss, entscheidest das du dann am ersten, also beim Startschuss oder am ersten Kilometer oder kommst noch die ersten 3 Kilometer und sagst, ah ja, das fühlt sich heute gut an und das ist dann das Tempo, das ich fertig laufe. Eigentlich ist es so, also vor Berlin habe ich mir ja gedacht, zum Beispiel 4:10 sollte ein realistisches Tempo sein, weil ich habe mich erinnert, im Jahr davor in Linz bin ich 4:12 gelaufen oder auch 4:10, also jedenfalls habe ich gedacht, ich bin in der gleichen Verfassung oder etwas schneller, haben mir eben gedacht, naja, 4:10 sollte ein Marathon-Tempo sein, bin aber vom Startweg ein bisschen schneller gelaufen und dann habe ich mir gedacht, naja, dann pendelst dich halt auf 4:06 ein. Und dann bin ich aber einfach noch ein bisschen schneller gelaufen, aber so, ich orientiere mich meistens an einem ungefähren Tempo, das ich nicht überschreiten, einem, das ich nicht unterschreiten sollte und dann irgendwo in dem Korridor bleibe ich dann und dann, keine Ahnung, nach 10 Kilometern weiß ich eigentlich schon genauer, was die Pace sein sollte. Das heißt, du gehst aber nicht mit einem genauen Zielzeit an den Start, weil dann, wenn du die hättest, dann wüsstest du ja eigentlich schon, welche Pace du laufen müsstest, um das zu erreichen, sondern du hast dann auch so, da in dem Bereich will ich ungefähr sein und mal schauen, wie sich's ausgeht. Ja. Und die Zeit habe ich eben in Berlin unterschritten, in New York dann ein bisschen überschritten, aber eben, ich kann es tatsächlich nicht ganz genau sagen. Ich liege zwar nicht weit daneben, aber irgendwie so, dass die Feedbackschleife vom Bauchgefühl und Beinen bringt mich dann meistens eh auf den richtigen Pace. Ja, und immerhin machst du es schon ein paar Jahre, da glaube ich, kannst du deinem Gefühl schon ganz gut gehorchen. Bei großen Marathons stelle ich mir das ja noch relativ angenehm vor, dass du sagst, ich höre auf mich selber, damit ich meine Zielzeit erreiche. Aber wenn du jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, nimmst Bregenz oder nimmst Graz oder so irgendwas her, wo du sagst, okay, es geht jetzt darum, ob ich gewinne, ob ich Zweiter wäre oder Dritter wäre oder es ist die Staatsmeisterschaft oder so, lässt du dich dann von anderen mitreißen oder kommt es dann durch, dass du sagst, ah, jetzt muss ich andrücken oder ist es, dass es zu einem taktischen Rennen auch zum Teil wird oder schaust du wirklich einfach drauf, was geht heute und ich laufe mein Maximum und gut ist? Ja, ich versuche auch dann eigentlich auf mich selber zu hören. Ich meine, es kann natürlich sein, wenn es gerade ein sehr windiger Tag ist, dass man einfach aus der Notwendigkeit, mit einer Gruppe zu laufen, einmal ein bisschen schneller läuft, als es eigentlich gut wäre. Aber die Alternative, 2 Sekunden langsamer zu laufen und dafür allein im Wind zu stehen, ist ja jetzt auch nicht so toll. Mir ist es oft bei Staatsmeisterschaften so gegangen, dass ich mich irgendwie habe mitreißen lassen, zu schnell angelaufen und dann gegen Ende büßt man es dann eh. Das heißt, so gut ich es schaffe, versuche ich auch da mein eigenes Tempo zu laufen. Weil ich denke mir immer, entweder sind die da vor mir schneller, dann bringt es eh nichts, wenn ich mich dranhänge. Ich bringe ein Rennen ins Ziel, das so gut ist, wie es nur geht. Und wenn vorne vielleicht jemand schwächelt, na dann kann ich eh noch am Platz gut machen. Aber das eben auch nur, wenn ich mein persönliches Optimum raushole. Ich merke es bei größeren Läufen, quasi wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann ist es halt ja das Beste, was geht. Aber wenn es sowas ist wie der Crosslauf oder sonst irgendwas, wo man einfach sagt, okay, weil es egal ist, schaut man, dass man dranbleibt und dann überpaced man halt oder sonst irgendwas. Also manchmal ist so ein taktisches Rennen schon spannend. Ja, aber
Es ist nicht leicht, aber also die taktischen Rennen haben trotzdem bei mir am besten funktioniert, wenn ich mir Zeit gelassen habe und irgendwie mal die, die weggezogen sind, wegziehen habe lassen und dann ab der Hälfte vielleicht versucht habe, mich zurückzuarbeiten. Also vor 3 Jahren bei Kärnten läuft, das war ähnlich. Ich war eigentlich damals sehr gut drauf, aber beim Start sind trotzdem ganz viele vor mir weggezischt. Die haben es aber auch dann tatsächlich nicht so ins Ziel gebracht und ich habe ab der Hälfte einige überholt, die im Normalfall stärker gewesen wären als ich. Ich habe dann eine für mich super Zeit erreicht. Das war mein zweitschnellster Halbmarathon in 1,22. Also die Zeit hat gepasst, mein Renngefühl hat gepasst und die Platzierung hat auch gepasst. Ich schaffe es ja nicht immer so, wie ich es mir vornehme, aber die besten Ergebnisse sowohl von der Zeit als auch von der Platzierung erreiche ich doch dann, wenn ich das laufe, was einfach realistisch ist und nicht versuche, alle Bäume auszureißen. Ich glaube, der Dinn ist ja gut und schön, aber ich glaube, man muss einfach auch sein Limit kennen und wissen, wann, wie du sagst, wann man sie ziehen lassen muss, weil es jetzt quasi dann doch ein bisschen zu hoch ist und wann ich dann vielleicht auch, wie du auch vorhin gesagt hast, 2 Sekunden schneller laufen kann, damit ich den Wind irgendwann komme. Ich glaube, das ist einfach das, was die Erfahrung mitbringt, dass du die Obergrenze kennst und dann weißt, was geht und was nicht geht. Ich finde es sehr spannend, weil es irgendwie zwar, also weil ich beide Varianten gut verstehe, dass du einfach sagst, ich laufe mit dem Pack mit, auch wenn es über meinem Tempo ist und schaue, ob es heute geht, also ob ich es heute durchhalte oder heute explodiere. Oder es kann natürlich auch super cool sein, wenn du dein Tempo läufst und siehst, okay, auf die ersten 3 Kilometer, da zünden sie wieder mal die Hütte an, aber ab der Halbzeit sammelst dann die Menschen an und dann gibt es da halt den Boost, wenn du jedes Mal, wenn du wen wieder überholst, denkst du, ja, told you, und der Nächste. Ja, und weil also, du vorher gerade den Crosslauf erwähnt hast, bei dem finde ich das halt besonders tückisch, weil der Crosslauf ist natürlich viel anstrengender, man läuft durch Gatsch oder durch Schnee, hat Hindernisse, eben beim WLV Crosslauf gehabt, 9 Sprünge pro Runde, da finde ich es besonders riskant, irgendwo mit einer zu schnellen Gruppe mitzugehen, weil wenn man da überpäst, bei diesem kräfteraubenden Kurs, da erholt man sich kaum, also ich habe es gestern erst erlebt, bin halt irgendwo so mal losgelaufen, bisschen zu schnell, aber noch im grünen Bereich, war halt bei den Frauen Dritte, haben wir gedacht, ja, ist halt so, ich laufe mein Rennen, keine Ahnung, sind halt 2 schneller als ich, aber dann habe ich doch nach einem Drittel des Rennens eine andere Frau überholt, die dann deutlich zurückgefallen ist, sie hat halt überpaced, das habe ich am Anfang nicht gewusst, wenn sie es durchgehalten hätte, wäre sie Zweite geworden, so wurde ich's. Aber wenn ich mich da von Anfang an sie drangehängt hätte, wären wir wahrscheinlich beide blau gegangen. Ja. Nein, der Crosslauf, ich finde ihn insofern spannend, weil spannend insofern, weil wehtun tut er immer. Und zwar wurscht, welche Distanz. Die 3 Kilometer Distanzen, also die richtig kurzen, die sind halt, ja, starten all out. Wenn du durchkommst, ist fein und wenn nicht, hast du Pech. Also da ist mit Taktik ja nichts. 5 Kilometer ist auch noch recht zügig, aber diese, wenn die längere Distanz, wenn es die schnell angehst, dann, wenn du einmal zu schnell dran warst, dann erholst du dich halt nie wieder. Das geht sich. Da erholt man sich nicht, wenn man sich dadurch den Grund wühlt. Du hast da überhaupt keine Chance, dass du deinen Puls jemals wieder nach unten kriegst. Also es ist für den Winter ist das schon eine schöne Abwechslung einmal, dass du da, weil du musst ja starten, stoppen, drüber springen und so weiter und so fort. Ich verstehe durchaus, dass man das macht. Ja, ich habe es sehr gerne eben. Es gibt ja in der Jahreszeit jede Menge Alternativen auf Asphalt, aber da laufe ich eben bewusst den Cross, weil es eine Abwechslung ist, weil es Spaß macht und weil es halt ein super anspruchsvolles, aber effektives Training ist. Ja, also ich finde es auf jeden Fall im Lohnen, da ist es, glaube ich, das Wort, das ich suche, im Winter wie an, keine Ahnung, 7 Kilometer, 14 Kilometer, 10 Kilometer Winterlauf, Vorbereitungs, irgendwas. Sind auch fein, aber ab März hat man die dann sowieso. Genau. Und gerade so im Jänner, Februar sind diese Geschichten, glaube ich, einfach fürs Training effektiver. Und eben als zahlengesteuerte Straßenläuferin im Jänner und Februar habe ich eh nicht die Form.
die ich dann in harte Asphaltzeiten gegossen sehen möchte. Beim Cross kann man immer sagen, ja, waren schwere Bedingungen, es war so tief, es war so eisig, es waren die Sprünge, es war dies, es war das. Man hat wunderbare Entschuldigungen. Beim Asphalt ist es, das was hat, das hat. Und wenn da eine PS steht, die einem die Tränen in die Augen treibt, dann hat man leider keine Entschuldigung. Mich motiviert es eigentlich eher, die Pace vom Cross, wenn ich eine Cross-Pace sehe ich von, weiß ich nicht, 4-0-2, denke ich mir, also wenn du am Cross auf knappe 10 Kilometer einen Viererschnitt hinkriegst, also dann muss ja eigentlich auf der Straße das viel schneller gehen. Dass das dann nicht so ist, andere Geschichte, aber motivationstechnisch super. Ja, ich bin keine besonders gute Crossläuferin. Ich weiß nicht warum, aber das macht nichts. Es stört mich nicht. Ich bin da einfach unbeirrbar dabei, weil ich einfach daran glaube, dass es was bringt. Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Und das passt da immer ganz, ganz, ganz fein rein. Den Flo müssen wir noch motivieren, dass er den mitmacht. Nee. Das hat jetzt schon sehr motiviert geklungen. Das war wahnsinnig motiviert. Das war extrem motivierter Schnaufer. Mein Unterschied zu euch, ich bin jetzt nicht die wahnsinnige Wettkampfsau. Ich muss nicht alle, mich motivieren auch Ergebnisse jetzt nicht so per se. Mir ist das, Du kannst uns einfach nur anfeuern, während du laufst. Wir so bei jedem Mal überrunden, klatscht. Jedes Mal, wenn ich dich überrunde, soll ich dann Popsche klatschen. Crosslaufen macht sexy, oder ich weiß nicht. Noch sexy und es wird kitschig bei mir, das ist mein Problem. Okay, ja, auch wahr. Ja. Nein, mit dem Radiogesicht, das passt schon. aber du hast vorher noch gesagt, du willst irgendwann einmal mit 80 kurz vorm Besenwagen in Berlin einlaufen. Das heißt, deine Ambitionen sind schon, das jetzt dann noch ein paar Jahrzehnte zu strecken nach hinten. Es wäre sehr schön. Also ich hoffe es. Ich weiß, mit der Gesundheit ist es nicht so ganz einfach. Fit bleiben muss man erst mal schaffen, aber ich fände das sehr schön. Und vor allem, du bist ja jetzt im Gegensatz zu den Anfangsfehlern, die halt viele machen und man sich wehtut, bist du ja jetzt in den letzten Jahren relativ konstant, oder? Also Wehwehchen hier und da schon, aber grundsätzlich? Genau, Wehwehchen ja, aber nichts, was mich jetzt gleich 2 Monate auf die Krücken verbannt. Das heißt, es könnte sein, dass du mit 80 dann schon ein bisschen schneller bist als der Besenwagen. Also die Möglichkeit besteht zumindest. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, aber man braucht Ziele. Ich finde das zumindest mal eine schöne Vision. Ja, wir haben schon immer gesagt, der Grund, warum wir das tun, ist also einfach möglichst lange tun, damit wir dann irgendwann in die Altersklassen kommen, wo fast die Teilnahme nur noch reicht, um einfach am Stockerl zu stehen. Ja. Jetzt sind wir noch in der Midlife-Crisis-Klasse. Die Altersklasse, in der ich bin. Naja. Jetzt sind wir alle noch so in der Midlife-Crisis-Klasse unterwegs. Und wenn wir uns bemühen, kommen wir in die Überlebensklasse. Mir ist aber schon wichtig, dass der Peter schon in der M40 ist. Und ich nicht. Das ist danke. Das zumindest ist mir, alles andere wurscht, aber das ist mir wichtig. Du kommst schon in die Was Klasse. Soll ich da jetzt sagen? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen unhöflich, undiplomatisch. Wir lassen uns von diesem Jungspunter nichts sagen. Also ich finde das durchaus interessant, bei den schon etwas älteren Altersklassen zu sein und trotzdem vorn mitzulaufen. Nein, ich will das auch gar nicht wegen. Es geht mir nur um Peter. Das ist nur. er will ja nur mich wissen, weil ich älter bin wie er. Ja. Es fehlt ja bei mir auch nicht mehr viel zu 40, so ist er nicht. Aber noch ist nicht so weit. Also ich kann das sehr empfehlen. 40 werden ist toll. Also wenn ich das gewusst hätte, wie gut das ist, hätte ich früher damit angefangen. Das können wir in einer weiteren Podcast-Folge erklären, wie man das zusammenbringt, dass man früher 40 wird. Das wäre so. Und dann länger bleibt. Und dann quasi länger bleibt. Wenn man schon mit 37, 40 ist und dafür dann 13 Jahre 40, war Wahnsinn. Ja, spannend. Flo, nicht anfangen zum Denken. Du sagst immer, ich soll mitdenken. Hör wieder auf damit. Das bringt auch nichts. Ich merke mir also, ich soll aufhören zum Denken. Okay, das werde ich dir das nächste Mal erklären. Danke. Oh hell. Hast du noch
das würde mich jetzt noch interessieren. Hast du noch andere Ziele, als dass du sagst, ich will jetzt da, weiß ich nicht, mindestens 10-mal Berlin-Marathon gelaufen sein und mit 80 noch laufen? Hast du noch irgendwo so Bucketlist-Geschichten, wo du sagst, ich will unbedingt mal laufen? Wie ich ja schon mal gesagt hatte, mir macht so viel Spaß, mich interessiert so vieles. Also ich würde es nicht Bucketlist nennen, weil das ist dann schon ein bisschen ein sehr starkes Wort, aber mich reizen tatsächlich noch einige Sachen. Einmal eine anständige Zehnerzeit laufen möchte ich. Vielleicht, was nicht so einfach ist, aber vielleicht in einer Supersaison würde es mir gelingen, auch meine Halbmarathon-Bestzeit zu verbessern. Die steht bei 1:20:02, also schon ein bisschen eine bittere Zeit. Ja, ja, ja. Die ist dem regennassen Pflastersteinen von Trier zum Opfer gefallen. Mich würde reizen, auch wieder mal 24 Stunden zu laufen. Das habe ich einmal gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Würde ich auch gerne weiter ausreizen. Auch noch ein Zeitziel, Altersklassenrekorde, vielleicht den österreichischen W45-Marathon-Rekord und den W50-Marathon-Rekord. Beide möglich, aber nicht so leicht. Aber nicht in einem Jahr. Nicht in einem Jahr. Und dann auf der Erlebnis-Bucketlist zum Beispiel den Spartathlon zu laufen. Ja, der da haben wir mit der Diana, neulich gesprochen. Soll ja sehr schön sein, aber heute halt ein bisschen weit. Naja, schön ist eine Übertreibung beim Spartathlon. Landschaftlich ist er ja so semi. Landschaftlich semi, aber den läuft man halt mehr fürs Erlebnis. Ja, das ist klar. Viele Läufe sind landschaftlich semi. Also auch Passatore, Firenze, Faenza ist landschaftlich semi, aber eben die Bedeutung davon wäre reizvoll. Und wenn es klappt, lauf ich auch heuer den Comrades Marathon. Das wäre auch so ein Lauf von der Bucketlist. Auch ein echter Klassiker. Ja. Ja, sicher auch schön. Ich sehe, du musst eh noch bis 80 laufen, damit du all das unterbekommst, was du dir irgendwie vornimmst. Also du hast eh keine andere Wahl, als wirklich lang zu laufen. Aber immerhin eine Sache von der Bucketlist habe ich schon abgehakt. Ich habe einen Zehnkampf gemacht. Einen Zehnkampf? Okay. War spannend. Wie ist das passiert? Es hat mich gereizt und ich habe es gemacht. Ich habe so mitten ins Marathon-Training gemacht, was dann dem Sprint nicht so ganz zuträglich war. Aber ja, mich hat es gereizt, ich wollte es machen, ich habe es gemacht, es war toll. Ja, wobei beim Zehnkampf grundsätzlich, also die Laufdisziplinen sind ja jetzt da schwierig, würde ich jetzt mal sagen, als Läufer. An, ja. Wurscht, ob das jetzt so kurz oder lang oder sonst was. Aber da sind ja auch so Sachen dabei wie Dinge weit schmeißen und selber hochhupfen. Also da sind ja auch Sachen dabei, die man jetzt da nicht so schnell aus der hohlen Hand. Hast du das dann lange geübt oder hast du einfach gedacht, so, in 2 Wochen, hurra die Gams. Naja, geübt, ja, lange geübt wäre übertrieben. Also da gab es, das war eben der Jedermann-Zehnkampf, da gab es 3 Einheiten Techniktraining. Ich glaube, das war so jeweils eine halbe Stunde, 3 Nachmittage, Abende. Mhm. Und in diesen 3 Trainings habe ich Diskuswurf, Speerwurf, Stabhochsprung, Hochsprung und Kugelstoß trainiert. Ja, und das war's. Gut, ja, du hast ja nur ein halbes Jahr gebraucht, um quasi den ersten Marathon relativ schnell zu laufen. Also warum sollst du jetzt beim Zehnkampf da irgendwie eine größere oder längere Vorbereitung haben? Ja, aber gerade Stabhochsprung. Also für mich wäre der Endgegner wirklich Stabhochsprung, weil irgendwo in eine Sandkiste springen ist man halt vielleicht nicht weit. Und beim Hochsprung, na gut, vielleicht nicht hoch. Aber also Stabhochsprung, also ohne ein gewisses Koordinationsgefühl und eine gewisse Technikabfolge bist halt ganz, also da schmeißt du Stecken auf die Seiten und hupfst drüber, weil viel mehr wird es halt dann nicht. Gebe ich auch zu. Also Stabhochsprung lernt man nicht in einer halben Stunde. Das war dann bei mir beim Bewerb auch tatsächlich ein Salto Nullo, weil einstechen, wegspringen, auf der richtigen Seite vom Stab wegspringen, Stange wieder wegwerfen, war koordinativ für mich tatsächlich zu viel. Ich habe das in der kurzen Zeit, in dem einen Moment,
tatsächlich nicht alles untergebracht. Also da bin ich leer ausgegangen, aber Salto Nullo passiert auch den besten einmal. Halt vielleicht eher im Bereich von 5 Meter Höhe, aber okay, das sind Details. Na, aber das ist egal, das verstehe ich ja. Du bist einfach so spät in den Bewerber eingestiegen und dann ist es sich halt leider gerade nicht ausgegangen. Genau. Millimeter. Es war knapp, aber leider ist dann die Latte doch gefallen. Aber das ist wirklich, ich glaube, beim Zehnkampf, es ist die, also von der Einstiegshürde ist das, glaube ich, die schwierigste Disziplin, oder? Wahrscheinlich, weil es so Technik braucht, irgendwie, ja. Denke ich mal, oder? Ja. Weil der blöde Speer und der blöde Diskus, wenn man sie irgendwie schmeißt, irgendwann fliegen sie ja doch regelkonform. Zwar nicht weit, aber doch. Genau. Aber der Stab, der hat mich gar nicht wollen. Ich glaube, mit dem Stab einmal überhaupt in dieses Ziel, wo du das reinstecken musst, damit dann überhaupt irgendwas passiert, wenn du weiterlaufst. Also ich glaube, da fängt das ganze Drama schon an. Und dann kommt ja erst der schwierige Teil. Ja, eben. Also wenn ich dort eingestochen habe, dann war da die Energie und Konzentration schon weg, dann hat das Abspringen nicht mehr funktioniert oder ähnlich. Oder ich bin abgesprungen, aber hatte den Stab noch in der Hand. Aber 3 Sachen gleichzeitig, das war mir eindeutig zu viel. Das ist echt ein ganz, ganz langer That's What She Said-Joke. Ich meine, mit Einstechen und... Lassen wir das. Gut gemacht, Flo. Aber du hast einen Zehnkampf erledigt. Ja? Das wäre einmal so eine Überlegung, Flo. Ich habe eh schon gedacht, das wäre für die nächste depperte Wette, dass irgendwer Stabhochsprung machen muss. Das wäre doch, und das auf Video aufzunehmen, wie wir zwei. Denk nicht einmal dran. Interessanter Gedanke, ich halte den mal fest. Halt den fest und schmeiß ihn in den Mistkübel. Oh nein. Irgendwas fällt mir sicher ein. Irgendeine Blödsinnigkeit, dass du Stab hochspringen musst. Aber eines, womit ich es vielleicht schon schmackhaft machen kann. Beim Zehnkampf ist ja der letzte Bewerb bekanntlich der 1500 Meter Lauf. Was Zehnkämpfer und sonstige Bahnleichtathleten hassen. Zehnkampf ist ja so grundsätzlich sprintorientiert, schnellkraftorientiert. Das heißt 1500 Meter ewig lang. Und sie jammern alle. Und da können dann die Langstreckenmenschen ihre Stärken ausspielen. Da habe ich brilliert, da habe ich die meisten Punkte vom gesamten Wettkampf bekommen. Die mich beim 100-Meter-Sprint um 5 Minuten geschlagen haben, haben mich dann nach dem 1500-Meter-Lauf angehimmelt, wie man denn diese unendlich lange Distanz so gut laufen kann. Das ist dann euer Moment, wenn ihr startet. Ja, aber im Peter geht es nur darum, mich Stab hochspringen zu sehen, und das gilt es, um alles zu vermeiden. Genauso wie der Peter versucht hat, mich zum Triathlon zu bringen, auch das ist kläglichst gescheitert. Kläglichst gescheitert, das ist noch offen. Das ist noch offen. Die Entscheidung war nicht eins. Ja. 2 von 3 Kampfrichtern haben ein anderes Ergebnis. Nein. So schaut es aus. Das weißt du. Ja. Hast du noch was auf hast du? Ja, ich habe noch eine Frage habe ich noch. Also einen guten alten Columbo muss ich bringen. Und zwar, hast du auch vor, nicht nur auf der Straße zu bleiben, sondern auch wieder mal auf den Trail abzubiegen? Oder ist es war mal schön Bergmarathon-Geschichte, aber so richtig Traillaufen eher nicht so die Begeisterung? Also in der Freizeit, touristisch, urlaubs- und trainingsmäßig ganz sicher. Wettkampfmäßig muss sich's ausgehen. Aber ich bin ja auch letztes Jahr im Grand Canyon Rim to Rim to Rim gelaufen. Ich glaube, das ist relativ viel Trail. Das ist viel sehr trailig. Mehrere Tage sogar, oder? Ah nein, das ist verwechselt. Man kann es in einem Tag machen. Es waren 20 Stunden. Es gibt ja nämlich auch so ein Etappenrennen, glaube ich. In der Gegend. Egal, habe ich verwechselt. Sorry. Also ja, Trail immer wieder rennen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Aber jetzt nicht gezielt in die Richtung gehend. Inzwischen hat sich der Traillauf auch schon sehr professionalisiert. Eben früher bin ich 2-mal bei Ultra Trail Weltmeisterschaften mitgelaufen. Auch ganz okay. Also zumindest eine Mal, wo ich halbwegs fit am Start war. Beim anderen Mal wurde ich zumindest nominiert und habe es auch ins Ziel geschafft. Aber inzwischen hat sich die Trail-Szene wirklich sehr spezialisiert. Da ist es auch gar nicht so leicht, konkurrenzfähig mitzuhalten, wenn man da nicht sehr
gezielt darauf trainiert. Und das ist, was ich gemeint habe, für unser Eins ist das, was der Wienerwald bietet, durchaus ausreichend, damit man durchkommt. Damit du aber da bei der Spitze mitspielen willst, wird es wahrscheinlich schwierig, weil so ein 1000 Meter Anstieg oder sowas, das kannst du halt nur simulieren, wenn du dann 1000 Meter Anstieg hast. Und da wird es in Wien dann schwieriger. Ja. Um nicht zu sagen, unmöglich. Well. Außer du hast irgendwie noch 800 Meter Leiter irgendwo in der Garage stehen und packst am Leopoldsberg drauf. Dann geht's vielleicht, aber sonst schwierig. Ja, oder du hast einfach ein wahnsinniges Faible für dein Laufband, das du auf 18% stößt oder natürlich. So. Aber es ist halt auch nicht dasselbe, weil es den Untergrund nicht hast. Und auf Trail-Untergrund umbaust. Ja, genau. Du hast jemanden von irgendeiner Schottergrube, der vorne einfach Sachen draufschmeißt. Na, denk nicht einmal dran, Flo. Das machen wir nicht. Nein, ich hau das so schon vor. Laufen tolle Ideen. Ja, und meistens sind sie für uns selber nicht die besten. Wir sind nicht bekannt für tolle Ideen. Gut. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, habe ich vergessen, wollte ich unbedingt loswerden? Ich glaube, wir haben wirklich sehr viel gesprochen und ich denke, wir haben viele spannende Aspekte auch durchgebracht. Das denke ich auch und dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ich bin nicht immer und oft sprachlos, aber jetzt, ja. Das habe ich auch noch selten erlebt, dass der Peter sprachlos ist. Ich muss dich öfters einladen, weil du machst den Peter sprachlos. Ja. In diesem Sinne. Sprechen wir, wenn ihr eure Triathlon- und Zehnkampfkarriere in Angriff genommen habt, wieder? Nein. Einfach nur nein. Nein. Oh, ich beende diesen Podcast jetzt ganz, ganz schnell, sonst trifft das in Richtung ab, die. Nein. Es hat mich sehr gefreut. Danke sehr. Und nein. Tschüss, Baba. Nein. Tschüss. Das war eine wunderschöne Verabschiedung. Danke trotzdem. Es hat viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Uns auch. Ciao. Ciao. Und zum Schluss kommt nochmal euer Nutrition-Gewissen. Diese Folge wurde unterstützt von Pure Encapsulations. Mit Laufen 15 erhaltet ihr 15% auf eine einmalige Bestellung. purecaps.net. Hingehen, versorgt sein. Bis dann.